Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Stint Nummer 4. DJ CT wieder am Start. Schön, dass ihr schon da seid. Herzlich willkommen zu Stint Nummer 4. Geht's direkt zum Rennen. Also, feuerfrei, rechts ist Gas, da wo gestreut ist, kann gerannt werden. Hier mit dem fliegenden Start. Herzlich willkommen zu Stint Nummer 4. Also, auch hier natürlich erstmal die Aufstellung, so wie es jetzt natürlich sein wird. Hinsbeck Fighter im Moment an Position Nummer 1. Dann haben wir den Mojo natürlich mit dabei. An Position Nummer 2, Quarz TV. An Position Nummer 3, Racing Gamer. Der neue Eifelblitz, Magnum und Weintiger im Moment eingeblendet. Also auf geht's, rechts ist Gas. Also bitte, bitte lass hier alle gut wegkommen. Gucken wir natürlich, alle sind auf jeden Fall schon mal drin. Jetzt zählt es nur noch runter. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch einen ordentlichen Start. Und genau so ist es. Also es ist geglückt. Die ersten 14 sind mit dabei. Also auf geht's, es darf weiter losgehen. Hinsbeck Fighter für die Kollegen von Liqui Moly unterwegs. Dann haben wir natürlich den Mojo direkt da dran und der lässt sich nicht so leicht abwimmeln, da bin ich mir sicher.
So, Mojo natürlich hier für Team 49 Limitless unterwegs. Also bei den beiden ist es ja, ja, geht zumindest hier noch um die Wurst, beziehungsweise um Platz Nummer 1 im Moment. Gut, dass beide hier mitfahren können. Leichte Probleme gab es natürlich gerade in Lobby Nummer 3. Die wurde nochmal neu gestartet, daher 30 Minuten Verspätung hier auf dem Kanal. Aber ganz ehrlich, ist ja nicht schlimm. Ja, wir können damit umgehen, wir werden damit arbeiten. Wir haben Gran Turismo Bug und wir werden es einsetzen. Also, wunderbar. Mario, Hallöchen, Bratan live, Hallöchen auch dir, wunderschönen guten Tag, Hallöchen, Pribbe natürlich mit dabei, Hase mit dabei, Krabbometner mit dabei, kannst du heute auf keinen Fall. So, dann haben wir den Quarz mit dabei, für C-Fix hier unterwegs, Position Nummer 3. So, dann haben wir, ja, Racing Gamer wollen wir natürlich auch hier, oh, da ist der Abflug, von Racing Gamer, live on Streamfluch und er hat schon wieder zugeschlagen. So, das Ganze gucken wir uns natürlich gleich live nochmal an. Also, das gucken wir uns live natürlich nicht im Replay. Genau, so heißt das. Live haben wir es schon gesehen. Und damit Position Nummer 12. Gucken wir mal auf Position Nummer 4. Der Neue war da auf jeden Fall involviert. Mal gucken, ob es hier zum Schaden kam. Nee, gab keinen Schaden. Also, Schaden erstmal ohne Probleme. Zum Glück. Ja, zum Glück erstmal ohne Schaden unterwegs. Dann haben wir Eifelblitz an Position Nummer 5. Jetzt natürlich einen Platz gut gemacht. Dann haben wir Magnum an Position Nummer 6. Also Position Nummer 6 hier. Wunderbar. Unterwegs. Der Host sagt, wir setzen GT-Bug nicht ein. Sehr geil. Und natürlich herzlich willkommen an alle aus Stint Nummer 3. Und Hallöchen natürlich auch an Rob. Hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Play Danny, danke schön für deinen Follow. Danke schön. Sagt, wir setzen GT-Bug nicht ein. Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Ja, das ist auch sehr gut. Dann setzen wir das nicht ein. Ja, dann setzen wir es nicht ein. Machen wir natürlich dann ohne Gran Turismo Bug. Also hier sind wir bei Magnum unterwegs. Im Moment an Position Nummer 6. So, dann haben wir die Position Nummer 7 im Moment mit dem Weintiger besetzt. Position Nummer 7, die Jungs natürlich von Speedboards unterwegs. So, dann haben wir den Ralf, RCK, hier an Position Nummer 8 unterwegs. Der Slotter ist im Moment an Position Nummer 9, Drebon an Position Nummer 10. Dann haben wir natürlich den Terrorzwerg, den haben wir mit dabei. Dann haben wir Mickey Finn, den Racing Gamer, gerade eben mit dem Abflug und natürlich den Nacho hier unterwegs. Also, Position Nummer 14, wo ist der? Okay, also, da gab es den Abflug vom Kollegen Finn. Erste Kurve ist auch böse. So, und wir gehen natürlich zurück zu Racing Gamer und gucken uns das ganze Malheur gerade eben nochmal im Replay an. Hier an Position Nummer 4. Also Position Nummer 4 belegt mit Racing Gamer, kommt hier sehr, sehr weit raus und dann geht das Heck aber sowas von. Und da gab es dann natürlich auch den Zusammenstoß. Zum Glück kein Schaden passiert, kann also weiterfahren. Also funktioniert sehr, sehr gut, wird dadurch natürlich auf Position Nummer 12 zurückgeworfen. So, gehen wir wieder Richtung Live-Bild. Also, gehen wir Richtung Live-Bild. Racing Gamer auf 11 zurück. Super, mega, krass, OP. Also, Hinsbeck Fighter, genau so ist es, Pascal. Hinsbeck Fighter auf Position Nummer 1, aber der hat den Mojo jetzt im Rücken. DJ Zwift, Hallöchen. Hola. Den Rest, keine Ahnung. Ich hoffe, es heißt, ob es mir gut geht. Ja, es geht mir blendend. I'm fine, thank you. So. Ich hoffe, das hat jetzt getroffen natürlich. Meine Spanischkenntnisse lassen sich auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Gar nicht, überhaupt nicht, absolut nicht. Und da mir 4 und 5 Grad nicht einfällt, könnt ihr euch das dazu denken. Ja. So, also Hinsbeck Fighter 0,2 Sekunden und Mojo hat auf jeden Fall Bock hier dran vorbeizugehen. Team 49 Limitless an Position Nummer 1 gestartet, also unser Polsetter und in der Gesamtwertung im Moment an Position Nummer 2. Also, auf geht's. Da wollen wir natürlich den richtigen Fight, wollen wir natürlich sehen, hier um Position Nummer 1, Hinsbeck Fighter für Liquimolli und Team 49 Limitless direkt im Nacken mit Mojo. So, natürlich hier, Quarz TV hat auf jeden Fall auch Bock, unser kanadischer Kollege. Oh, ja, wir sind über den Teich, also ab Richtung Kanada. Der Quarz TV hier unterwegs fürs Team C-Fix im Moment an Position Nummer 3. Direkt dahinter ist MBR. Also Position Nummer 4 und Eifelblitz an Position Nummer 5, 0,6 Sekunden. Dann haben wir einen kleinen, ja, kleinen Abriss. Kleinen Abriss, 3,2 Sekunden Abstand Richtung Magnum an Position Nummer 6.
Ja, also nehmen wir den Fünfkampf sehr, sehr gerne. Springen wir einfach mitten rein. Haben wir alles im Blick. Ja, haben wir alles im Blick. Und hier haben wir jetzt Quarz TV, unseren kanadischen Kollegen, unterwegs an Position Nummer 3. Und schaut es euch einfach an, wie geil das bitte ist. Ja, also natürlich in Runde Nummer 5 ist der Drops noch nicht gelutscht. Sind gerade 5,5 Minuten hier rum. Aber natürlich wollen wir hier ordentliche Fights sehen. Und in dem Fall ist es natürlich auch Hinspec Fighter und Mojo. Deadpools, wir sind bei euch. So muss es natürlich auch sein. Und ich finde es so geil, wie die Jungs hier auf jeden Fall performen. Freut mich extrem. Ich habe Hayabusa und Biertubo schon vorhin gelesen beim Rob im Chat. Holla, die Waldfee. Ich habe mich nur weggeschrien, ey. Alter, das wird hart für Hinspec. Definitiv. Wir haben einen Mojo, wir haben einen Quarz-TV, wir haben einen neuen und wir haben natürlich auch einen Eifelblitz. Ja? Also, wir haben natürlich auch die Dame im Felde, die schiebt gerade hier die vier Kerle vor sich her. Ne, sagt ihr, könnt ihr mal ein bisschen Gas geben hier? Ich bin jetzt, ich bin bereit. Ja? Ich bin bereit, euch jetzt alle zu überholen. Und da muss ich ganz klar sagen, holla die Waldfee, der Fünfkampf, den nehmen wir sowas von gerne mit. Natürlich schalten wir durchs komplette Feld. Wir sind eigentlich wirklich ganz normal und vernünftig. Hayabusa, das habt ihr aber noch nicht durchblitzen lassen, oder? Oder war ich in den zwei Sekunden nicht mit dabei? Ja, als ihr normal und vernünftig wart. So, hier erstmal ganz kurz auf die Liste geschrieben. GTRP soll vernünftig sein, Fragezeichen. Ja, ich werde das vielleicht nochmal beantworten. In einem der nächsten Streams. Wir sehen uns ja öfter. Ja, sehr geil. So, schaut's euch an. Diesen Fünfkampf nehmen wir aber sowas von. Cranky, jawohl. So, Position. Sonst gucken immer die Männer auf den A. Das ist korrekt. So, Weintiger an Position Nummer 6. Dann haben wir Magnum an Position Nummer 7. Der Ralf ist an Position Nummer 8 unterwegs. Racing Gamer mittlerweile schon wieder auf Position Nummer 9 zurück für Narcotic Racing Club. So, dann haben wir den Trebor hier an Position Nummer 10. An Position Nummer 11 darf natürlich der Terrorzwerg nicht fehlen. Gefolgt vom Nacho, von Mickey und von Slotter. Also auch hier der Dreikampf ist aber auch sowas von im vollen Gange. Also, muss ich sagen, holla die Waldfee hier an Position Nummer 12. Die Jungs lassen hier, egal an welcher Position, aber auch wirklich nicht ein bisschen Rasen trocken. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Die Jungs zu dritt im Formationsflug. Das war geil. Patrick Alex, Hallöchen. Huhu. Maxi alte Hippe. Ja, Maxi hatte auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall fertig. Da ist natürlich von auszugehen. 2 Stunden höchste Konzentration. Da wird auf jeden Fall die ein oder andere Schweißperle doch tatsächlich die Stirn mal runterrollen. Während wir jetzt den Kollegen Nacho sehen, wie er dran vorbeigeht an Mickey Finn. Und da kommt der Konter. Jetzt muss er aufpassen. Slotter hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Auch Slotter will direkt dran vorbei. Der Konter hat natürlich hier ein bisschen Zeit gekostet für TEG. Also, lassen wir die drei hier wieder alleine. Gehen wir zu unserem Fünfkampf, den wir genau in dem Moment auch komplett eingeblendet bekommen. Genau so muss es sein. Road Avenger, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Tag auch. 1 Stunde, ich bin eingesprungen, muss gleich nochmal. Ach, oh, Maxi King. Dann würde ich sagen, gib alles. So, dann gucke ich doch mal auf die Liste hier. Ja, da geht auf jeden Fall nochmal was. Also, kurze Zeit nur. Und dann auf geht's gleich für den Maxi King natürlich. Also, The Stein, Hallöchen. Dann haben wir den B-Turbo natürlich mit dabei. Papa Joe ist da. Neubi ist wieder mit am Start. Dann haben wir den Road Avenger mit dabei. Hase, Krabum, Edna natürlich. Ei, ei, auch. Schmenman, Hallöchen. Herzlich willkommen. Nur um die letzten, die gerade geschrieben haben, zu nennen. Also, schön, dass ihr natürlich alle mit dabei seid. Ist ein extrem geiles Event. Auch wenn wir natürlich da den Gran Turismo Bug mit dabei hatten. Was wir jetzt nicht einsetzen, habe ich mir sagen lassen. Seit wann wird jetzt gefahren? Seit 10 Uhr, Sestein. Seit 10 Uhr sind wir unterwegs mit 30 Minuten Verschiebung drin. Also wir sind jetzt gerade in Stint Nummer 4, also 6 Stunden, 10 Minuten, die wir werten können. Also der Neue an Position Nummer 2 hier unterwegs. Also MBR hat sich an Mojo vorbeigedrückt.
Hier Position Nummer 2. Und wir haben es natürlich Instinct Nummer 1 gesehen. Der Neue ist nicht langsam. Ja, also der lässt hier auf jeden Fall ordentlich fliegen mit seinem LMP1. Ja, und Hinspec Fighter, ich glaube, die ein oder andere Schweißperle wird ihm garantiert auch über die Stirn laufen. Weil er natürlich ganz kurz mal vier Leute im Heck natürlich mit dabei hat. Also holla die Waldfee. Brauchst du noch ein paar Lückenfüller? Nee, geht. Hier mit der 10er habe ich keine Probleme. Danke, Crank. Daniel, wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Leon, auch dir. Hallöchen. Einen willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Tag, Grüßi. Und hallo, winkende Hand. Und hallo, winkende Hand. Ja, okay. Geht ja. Okay, also da kriegen wir natürlich von Leon hier, dem Organisator, kriegen wir die Information, dass das Live-Timing wieder in Ordnung ist. Das aktualisieren wir natürlich mal ganz kurz und dann blenden wir es auch ein. Also, so sieht es im Moment aus. Also, so ist der Stand der Dinge. MBR hier im Moment an Position Nummer 2. Die Einblendung bekommt ihr natürlich genau hier. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Sehr, sehr geil gemacht. Also liegt wie Molly vor Team 49 Limitless, vor Cefix im Moment. So im Moment Stand der Dinge in der Gesamtwertung. 32 Sekunden zwischen Team Limitless und liegt wie Molly natürlich. Und okay, dann haben wir Narcotic Racing Team, haben wir Monkey Boys Racing, dann haben wir GPSR im Moment auf Position Nummer 6, 37 Sekunden Abstand, dann haben wir 1 Minute 15 zu GTRP Nummer 99. Und Stanced NXSS, Dankeschön für deinen Follow, recht herzlichen Dank. So, und da kommt die Attacke, da kommt die Attacke von Quarz TV, Anbremsphase, Kurve 3. Kurve 3 geht's hier. Kurve 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl, CT kann einfach auch gar nicht mehr zählen. Und Quarz geht dran vorbei. Also unser kanadischer Kollege hier mit dem Überholmanöver. Position Nummer 3. Blacklord, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Fun Fact Edition Road Avenger. Road Avenger wird immer mit ausgeschaltetem Bildschirm. Okay, ich muss auf jeden Fall die Sekunde, wo ihr normal wart, muss ich auf jeden Fall verpasst haben. So, dann haben wir Position Nummer 4. Der Mojo hier unterwegs. Und Eifelblitz im Nacken. So, dann haben wir ein Sekündchen Richtung Weintiger. Der robbt sich auch langsam ran. Und ist, ja, ich würde sagen, in guten, ja, 2-3 Runden wird er noch brauchen. Dann ist er hier beim Eifelblitz. Dann ist er hier natürlich bei der Eifelblitz. Warum bin ich heute... Nee. Dann ist er natürlich hier bei der Sophie. Ich sag jetzt einfach nicht mehr Eifelblitz, sondern Sophie, dann hört es sich auch besser an. Ja? Cefix schon Dritter, sehr geil. Genauso ist es, Great Moni. Und wie du siehst, hatte ich auf jeden Fall mit meiner Information gerade beim Rob recht. Quarz TV hier für Cefix unterwegs. So, Weintiger macht auf jeden Fall feuerfrei Richtung Sophie an Position Nummer 5 liegend. Oh, das hört sich viel besser an. Ne? Hört sich viel besser an. So, dann gucken wir mal. Wie sieht's aus beim Magnum? Wir haben natürlich auch den Fight noch um Position Nummer 11. Auch noch im Gange. So, dann haben wir erstmal den Magnum an 7. Dann haben wir den RCK, also den Ralfi an Position Nummer 8. Dann haben wir den Racing Gamer an Position Nummer 9. Der hat sich schon ordentlich rangefahren für NRC. Wir haben den Fehler natürlich vorhin gesehen. Auf der rechten Seite ganz kurz rausgekommen. Und dann den Abflug gesehen. So, jetzt geht's erstmal dran vorbei. Außenrum hat der Ralf da Probleme gehabt und deswegen ist der Racing Gamer jetzt dran vorbei. An Position Nummer 8 gekommen, 0,8 Sekunden und der lässt direkt wieder fliegen. Also NRC von Position Nummer 4 aus dem Quali gestartet und jetzt ins Stint 4 natürlich von Racing Gamer vertreten. Speedup Motorsport drückt Miss Blitz die Daumen, gib Kette und beschenkt dich nachträglich zum Geburtstag. Ach so, ja, das ist korrekterer. Ja, also, die Sophie hatte Geburtstag. Ja, da fällt mir gerade ein, während du das erwähnst. Also danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Also,
Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von hier aus Richtung Eifelblitz. Sophie, alles Gute zum Geburtstag und natürlich das Wichtigste, ganz, ganz viel Gesundheit nachträglich. So, also Racing Gamer hier an Position Nummer 8. Dann haben wir Trebor an Position Nummer 9. Trebor unterwegs für VML. Also Start Nummer 13 und der hat direkt den Ralf im Nacken. 0,6 Sekunden Abstand und natürlich der Terrorzwerg darf nicht fehlen. Dann haben wir den Finn an Position Nummer 12. Dann haben wir den Slotter an Position Nummer 13. Der ist dran an Mickey Finn und der Nacho an Position Nummer 14. Also auch hier ist natürlich noch was drin. Da bin ich mir sicher. TEG will natürlich hier auf Position Nummer 14 nicht verweilen. Und wir drücken die Daumen, dass er sich noch weiter nach vorne fahren kann. 1 Stunde 44. Ne? Also 1:44 haben wir auf jeden Fall noch über. Das ist auf jeden Fall hier in dem Stint lang genug, um noch weiter nach vorne fahren zu können. So, der Neue ist hier an Position Nummer 1. Also der Neue lässt auf jeden Fall ordentlich fliegen, während Hinchback Fighter weiter mit dem Quarz unterwegs ist. Also der Neue dran vorbei. MBR jetzt auf Position Nummer 1 lässt hier fliegen. Fast 3 Sekunden der Abstand an Position Nummer 1 zu Position Nummer 2. Und wir bleiben natürlich hier auf dem Fight zu Position Nummer 2. Hinchback Fighter gegen Quarz TV. Dankeschön, Maxi. In der Blockade, Maxi King. Trebor, unser Mann, wir sind VML. Trebor, halt die Fahne hoch für VML. Ja, so muss das sein. So muss das sein. So wollen wir natürlich die Anforderungsrufe hier im Chat natürlich auch lesen. Sehr geil. Auf geht's, Terrorzwerg. Mehr Agro für alle. Ja, Skywinger. Das brauchen wir natürlich nicht, ja. Aber wir drücken natürlich auch dem Terrorzwerg die Daumen, dass er sich hier noch weiter nach vorne fahren kann. So, Losty Racing blockt alle. Komplett lost, ja. Oh, geht ja. Geht ja. So, also Hinchback Fighter gegen Quarz. Eifelblitz gegen Mojo. Also auch hier natürlich, ja, die Abstände nicht gerade groß. Wenn das die nächsten 2 Stunden so bleibt, darf es auf jeden Fall so bleiben. Und Marvin, Dankeschön für deinen Host. Dankeschön. Mahlzeit, Hizzy. Hizzy ist auf jeden Fall ein bisschen geschwitzt, glaube ich. So, Mojo an Position Nummer 5. Dann haben wir den Weintiger an Position Nummer 6. Der kommt immer näher. Der kommt immer näher Richtung Mojo. So, der Weintiger gerade für die Kollegen von, nicht auf meiner Liste zu sehen, Speedbots unterwegs. Also NLR Speedbots. Auf Position Nummer 6 im Moment. Also das aktuelle Ergebnis seht ihr natürlich hier eingeblendet. Also, ja, gerade aktualisiert vor guten 6-7 Minuten. So die Abstände. Natürlich verändert sich das immer ein bisschen. Aber sobald wir ein aktuelles Ergebnis haben, was gerade aktualisiert wurde, kriegen wir natürlich direkt eine Information. Dann aktualisieren wir das und dann haben wir es natürlich hier auch direkt im Stream. So, Weintiger weiter in Position Nummer 6 hier unterwegs. Macht auf jeden Fall Druck Richtung Mojo. Während Magnum mit 7 Sekunden Abstand gerade vom Racing Gamer auf jeden Fall ein bisschen unter Druck gesetzt wird. Hier haben wir GTRP an Position Nummer 7. Gefolgt von Position Nummer 8 vom Kollegen Racing Gamer. Der ist unterwegs für Narcotic Racing Club an Position Nummer 8 im Moment. Also Gesamtwertung Position Nummer 4. Wir sehen es eingeblendet. Hinchback, ich liebe dich. Neubi, wolle du auch Kind haben von ihm? Dann richten wir das natürlich dem Hinchback-Fighter aus. Das ist kein Problem. Top-Leistung, Weintiger. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Position Nummer 6. Sehr, sehr geil. Das Ding muss man erstmal hier über die Strecke bringen. Insbesondere im Infield natürlich mit so einem LMP1. Sehr, sehr schwierig. Bloß nicht, Gott bewahre. Ja, ich wollte nur vermitteln. Weißt du, Kai Pflaume auf Twitch ist quasi CT-Meister mit Gran Turismo Sport. Ich wollte nur ein bisschen vermitteln, aber wenn du nicht willst. So, bin auf jeden Fall gut drauf. Wir können weitermachen. So, Trebor an Position Nummer 9. Auch da nur 1,4 Sekunden und der hat den Ralf im Nacken. Ja, komm, beim Ralf. Position Nummer 10. Also Top 10, springen wir rein. Also rein in den Hobel hier von RCK 1961.
Und damit ist der Kollege auf jeden Fall 59 oder 60 Jahre alt und ich feiere das total. Natürlich auch Alzheimer Racing League auf meinem Kanal unterwegs, jeden zweiten Donnerstag. Über 50 sind da die Fahrer und hier fahren wir jetzt mit dem Kollegen Ralf mit an Position Nummer 10. Oh, Hilfe, ein Neubie. Insekind, das wäre nicht gut. Ich wollte nur vermitteln. Ja. Hätt's mich ja mal vorwarnen können. Ist ja nicht die geilste, ne? So, also, Ralf hier unterwegs. Und wir gehen gleich natürlich hier direkt wieder raus in die TV-Kamera an Position Nummer 10 liegend. So, Anbremsphase. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Jetzt hat er die Möglichkeit hier am Trebor dran vorbei, weil er hier nicht ordentlich um die Kurve gekommen ist. Traktionsprobleme bei Trebor. Aber hier im Infield natürlich extrem schwierig dran vorbeizugehen. Jürgen, das mal. Das Longer. Ja. Sorry, CT, ja, meine Schuld. Ja, wollte ich nur nochmal gesagt haben. So, also, gehen wir raus hier. Eine Runde mitgefahren beim Kollegen Ralf. Und wir gehen zum Terrorzwerg an Position Nummer 11. Sobald die Anbremsphase hier vorbei ist, also keine Attacke zu erwarten, gehen wir zum Terrorzwerg an Position Nummer 11. Der wird verfolgt von Mickey Finn an Position Nummer 12. 1,5 Sekunden hier der Abstand. Dann haben wir den Nacho an Position Nummer 13. Der ist für TEG unterwegs. Und der Slotter hier an Position Nummer 14. Also, Slotter ist unterwegs für RTR, das heißt also für Racing Team Roadrunner. Rebo, lass fliegen. Genauso ist es, Bobby. Richten wir natürlich direkt aus. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, an Position Nummer 3. Der Quarz hat auf jeden Fall noch ein bisschen was zu kämpfen, beziehungsweise auch zu bekämpfen. Also, nach vorne 0,5 Sekunden, nach hinten 0,3. Herzlich willkommen im Dreikampf um Position Nummer 2. Hier sind wir auf Position Nummer 3 unterwegs. Sehr geil. Also, Tobias ist auf jeden Fall Richtung Christopher, gehen da die Anforderungsrufe Richtung seinem Teamkollegen. Der Neue, der ist gerade an Position Nummer 1 unterwegs. So wie da, Union-Fan, dann herzlich willkommen zurück. Schaut es euch an. Genau so muss es sein. Nach 23 Minuten. Wir hätten das Ganze auch gerne nach 2 Stunden noch so. Also da können wir gerne draufbleiben. Das ist gar kein Problem. Hinsbeck Fighter 2, Quarz auf 3, Eifelblitz auf Position Nummer 4. So, also die aktuelle Tabelle. Gerade, ja, ich sag mal, gute 10 Minuten unterwegs. Da seht ihr natürlich die Abstände, nicht aktuell im Moment. Die bekommen wir gleich natürlich ungefähr nach 1,5 Stunden Restdauer. Wird das Ganze nochmal aktualisiert und kriegen wir natürlich die Information, sobald das Ganze passiert ist. Also, Quarz im Moment an Position Nummer 3. 0,5 Sekunden weiterhin, 0,4 nach hinten. Mal gucken, ob das Ganze jetzt hier ausreichen könnte, im Windschatten dran vorbeizugehen. Also wir sehen es natürlich aus dem Infield dann raus beschleunigen, dann reicht es meistens nicht hier auf Start und Ziel, um dran vorbeizugehen. Aber natürlich weiterhin die Möglichkeit, hier ordentlich Druck zu machen. Und der Druck ist nicht klein, insbesondere bei Hinsbeck Fighter, der gerade auf Position Nummer 2 unterwegs ist. Making Noise, Mahlzeit, Hallöchen. Zeit. So, keine Ahnung, will ich aber auch nicht wissen, weil will Sportschau schauen. Ja, also, Trigger war den Union-Fan auf jeden Fall nicht mit Fußballergebnissen. Also, Quarz an Position Nummer 3, Eifelblitz an Position Nummer 4 und Hinsbeck Fighter führt weiterhin hier den ICE an. Könnte es verraten. Moni, lassen Sie das bitte. Boah, gib Gas hier. Genau so ist es. Und Making Noise, Dankeschön natürlich für deine Lieferung, die gerade abgegeben wurde. Ich werde es auf jeden Fall nachher probieren, beziehungsweise spätestens morgen. So, Quarz an Position Nummer 3. Und natürlich auch
Wie sieht's denn aus beim Weintiger? An Position Nummer 6. Konnte er die Schlücke, die Schlücke, ja genau. Konnte er die Lücke schließen Richtung Mojo? Nein. Also 1,1 Sekunden ist hier noch der Abstand. Während Quarz genau in dem Moment dran vorbeigeht. Das Ganze gucken wir uns natürlich direkt nochmal im Replay an. Also Mojo hier an Position Nummer 5 liegend. Geht jetzt auch vielleicht noch an Hinsbeck weiter vorbei. Reicht das Ganze, um raus zu beschleunigen? Nee, reicht nicht. Aber Hinsbeck Fighter auch Position Nummer 4. Anbremsphase Kurve 1 war das Problem hier. Hinsbeck Fighter dadurch natürlich zwei Plätze verloren. Eine Anbremsphase verpasst und schwuppdiwupp bist du hier zwei Plätze auf einmal hinten. Und da sieht man einfach, wie nah das Feld auch beieinander ist. So, da kommt nicht die Möglichkeit einzulenken, beziehungsweise er lässt offen. Also sehr schön von Hinsbeck Fighter auch gefahren, gar keine Frage. Das kann man auch einfach mal reinziehen. Aber natürlich nicht hier bei den Kollegen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Aber Eifelblitz schlüpft mit durch und damit Eifelblitz an Position Nummer 3. Lässt sich Hinsbeck Fighter bestimmt nicht gefallen. Der will direkt den Konter setzen. Aber im Moment erstmal 0,7 Sekunden Abstand und muss natürlich Richtung Mojo an Position Nummer 5 erstmal ein Auge halten. Also Richtung Rückspiegel hat er natürlich den Blick mit dabei. Mojo will dran vorbei. Währenddessen hier Eifelblitz an Position Nummer 2 gegangen ist. Wie sieht's aus? Mojo gegen Hinsbeck Fighter. Die machen ja jede Sekunde hier, machen die auf jeden Fall irgendeinen Move. Da kommt man ja fast gar nicht mehr hinterher. Mojo an Position Nummer 4. Eifelblitz gehört ja seit dieser Woche auch zu den alten Frauen. Genau, genau so ist es. Geburtstagsgrüße haben wir auf jeden Fall schon rausgebracht, Mackie Neuss. Wie alt ist sie überhaupt geworden? Guten Morgen, ihr Lieben. Varieté Obscur. Hallöchen, Andreas. So, Mojo auf Position Nummer 4 an Hinsbeck Fighter dran vorbei. Und ich weiß ganz genau, wie man sich da fühlt. Du bist gerade Zweiter. Bist die ganze Zeit mit Gedanken schon, wie kann ich den Neuen, ja? Wie kann ich den Neuen einfach besiegen? Ja? Dann hast du auf einmal eine Möglichkeit, also hast eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen ranzufahren. Gib's Vollgas. Überpaced ein bisschen, hast vielleicht auch noch den einen oder anderen Kontakt, den wir jetzt im Stream nicht gesehen haben. Und schwuppdiwupp, bist du Fünfter. Ja? Dann geht dir ein bisschen die Hutschnur. Ja? Also zwischendurch hast du Puls, dann geht die Halsschlagader ein bisschen raus. Und dann hast du auf einmal noch einen Weintiger. Ja? Und dann hast du auf einmal einen Weintiger mit dabei, der mächtig Druck macht mit seinem Audi, der dir da im Nacken klebt. Also ich kann mir vorstellen, Hinsbeck Fighter ist gerade nicht so gut gelaunt. Aber natürlich lässt er hier fliegen und will natürlich wieder zurück auf Position Nummer 2. Zeig mal bitte das Lifetime, Leon, wenn Sie mir sagen, dass Sie es aktualisiert haben, sehr gern. So, also Position Nummer 5, dann haben wir den Weintiger an Position Nummer 6. Dann haben wir den Racing Gamer im Moment an Position Nummer 7, Magnum an Position Nummer 8, da haben wir den Ralf direkt im Nacken. Da sind wir gerade schon mitgefahren. Dann haben wir Trebor an Position Nummer 10, Mickey an Position Nummer 11. Dann haben wir den Terrorzwerg an Position Nummer 12, Nacho an 13 und Slotter an Position Nummer 14. Ich hoffe, das passt. Ja, machen wir, machen wir. Bei dir ist der Weinhase im Nacken? Ja, das ist korrekterer, das ist korrekt. So, also machen wir natürlich das Overlay auch direkt wieder an. Also, hier das Live-Timing von den Kollegen. Aktualisieren wir das auch nochmal ganz kurz. Also, gehen wir natürlich rein. Und da haben wir eine Wein-Session. Also wird hier schon wieder zum Trinken verführt. Wohl eher nicht. Vielleicht hat sie heute Morgen Kopf gehabt, man weiß es nicht genau. 9.20 Uhr ging der Stream ja los. Da war vielleicht die ein oder andere Schlafhalte auf jeden Fall noch mit dabei. So, also der Neue hier natürlich die ganze Zeit eingeblendet mit 9,3 Sekunden. Macht auf jeden Fall richtig was gut für die Kollegen von Monkey Boys Racing hier mit dem LMP1 unterwegs. An Position Nummer 2, gerade Eifelblitz, also unsere alte Dame. Ach, das wird sie mir nie verzeihen. Okay, also die alte Dame hier an Position Nummer 2 unterwegs, hatte gerade eben Geburtstag. So, dann haben wir Mojo an Position Nummer 3. Hier unterwegs an Position Nummer 3. So, also
Wo ist das von Ai? Also Hinsbeck Fighter im Moment an Position Nummer 4. Und da ist die Antwort auf die Frage von Union Fan. Position Nummer 4 im Moment mit Weintiger im Schlepptau. Also Weintiger an Position Nummer 5. Der Kollege ist für die Speedboards unterwegs. So, dann haben wir den Kollegen von CFX. Hier den Quarz TV, unseren kanadischen Kollegen an Position Nummer 6. Knallt mir am Montag weg in Suzuka für das alte Frau. Ja, making noise. Besser dich als mich. Ja? Also, wenn sie noch nicht ausgelastet sein sollte, making noise, dann halt doch bitte auch noch die andere Wange hin. Ja, dann ist sie wenigstens ein bisschen, bisschen ruhiger. Ja? So, dann haben wir Position Nummer 7, den Racing Gamer. Dann haben wir den Magnum im Moment an Position Nummer 8 und der Ralf ist weiter dran. Was ist mit Trebor? Also Trebor holt sich hier, ja, die neuen weichen Reifen, gehe ich von aus, geplanter Stopp. Dann haben wir den Mickey Finn an Position Nummer 10 gerade eben. Der Terrorzwerg an Position Nummer 11 geht natürlich jetzt auch gerade an Trebor dran vorbei. Nacho im Moment an 13 und der Slotter an Position Nummer 14. Und ihr kennt es mittlerweile hier auf dem Kanal. Wir gönnen uns die Mitfahrt bei Position Nummer 14 mit der roten Laterne. Sind wir natürlich sehr, sehr gerne mit dabei. Dankeschön hier an Slotter. Also reingesprungen, Cockpit-Perspektive, auf geht's. Wir wollen den Fight Richtung Nacho an Position Nummer 13 auf jeden Fall sehen. Hier sehen wir The Endurance Group an Position Nummer 13 und den Slotter an Position Nummer 14. Der Kollege ist unterwegs für RTR, also für die Roadrunner. So, bleiben wir drin. P4, P5. Ja, gehen wir auf jeden Fall mal rüber. Wir haben hier den Kollegen Hinsbeck Fighter auf 4, Weintiger auf Position Nummer 5, Quarz auf 6. So, wir haben natürlich auch, sobald es reingeschrieben wurde, haben wir drauf gedrückt. Mal gucken, ob wir das im Replay noch sehen können. Also Quarz hier auf Position Nummer 6, Weintiger auf Position Nummer 5 unterwegs. Also hier alles soweit in Ordnung. So, erstmal auf der schwarzen Liste. Neubis, Informationen über Unfälle ignorieren. So, okay. Habe ich mir aufgeschrieben. Wird beim nächsten Mal nicht mehr passieren. Sehr geil. So, also gehen wir natürlich direkt wieder Richtung Live-Bild und gucken uns das Ganze natürlich weiterhin an. So, wie sieht's aus beim Kollegen? Oh, wir machen natürlich hier Position Nummer 12. Trebor ist dran Richtung Terrorzwerg. Also, Slotter mittlerweile dran vorbei an Nacho an Position Nummer 13. Jetzt aber Trebor und Terrorzwerg haben natürlich hier auch noch eine Rechnung offen. Terrorzwerg unterwegs für die Kollegen von Losty Racing im Moment an Position Nummer 11. Wird verfolgt von Trebor, also von VML, also Virtual Motorsports League. Ist hier auf Position Nummer 12 hier unterwegs. Da will natürlich gerne am Terrorzwerg dran vorbei, gar keine Frage. Will natürlich gerne dran vorbei, ob er es genau in diesem Moment schaffen kann. Die Möglichkeit ist gegeben, Trebor an Position Nummer 11 geht genau im Moment dran vorbei. Also hier geht natürlich nur der kleine Fehler voraus vom Kollegen Terrorzwerg. Ansonsten kommst du hier im Infield nicht dran vorbei. Da kannst du rechts und links kannst du noch ein bisschen was anbauen bei deinem LMP1, gar keine Frage. Aber in dem Moment geht Trebor dran vorbei aufgrund des leichten Verbremsers hier von Terrorzwerg. Hat ausgereicht, um dran vorbeizugehen. So, CFX wird auf jeden Fall hier schon mal angefeuert. Wo sind die Kollegen denn? Also, wo haben wir unseren kanadischen Kollegen hier an Position Nummer 6? Der ist dran an den Speedbots. Bin eigentlich in Suzuka auf Podestkurs unterwegs. Also das ist der Plan. Ja, making noise. Das werden wir uns dann genau angucken. Das ist gar kein Thema. Ribbe feuert auf jeden Fall MBR an. Bobby ist natürlich hier für den Kollegen Trebor, den wir gerade eingeblendet haben. Und hier sehen wir Weintiger gegen den Kollegen Quarz TV. Und natürlich 1,1 Sekunden Richtung Hinsbeck Fighter. Mal gucken, ob er sich hier wieder absetzen kann. Position Nummer 4 im Moment für Hinsbeck Fighter, der Kollege von Liqui Moly, also dem gesamtführenden Team im Moment hier auf Position Nummer 4. Oh.
Vorteil ist, dass du leider nicht streamst. Nummer 40, Unglück. Gut aus Stream, Unglück. Sorry, Marcel. Ja, ja, ist klar. Ja, das ist kein Problem. Dann werde ich halt im Chat mal ganz kurz sagen, hier, guck mal, da ist Making Noise. Und dann kriegen wir es auch schon hin. Ja, dann kriegen wir das schon hin. Dann werden wir sogar noch, dann kannst du die Liste einfach erweitern. Nicht nur Nummer 40, Unglück. Shootout, Stream, Unglück. Dann kannst du auch sagen, CT schreibt in den Chat, Unglück. Ja. Also, das haben wir natürlich auch drauf. So, Weintiger. So, wer hat da gerade Platz gemacht? War es schon die erste Überrundung? Genauso ist es. Also, lass dir das Bier schmecken. Dankeschön, Making Noise. Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall probieren. Dankeschön. So, Nacho hat da sehr, sehr fair Platz gemacht, hat sich auf der rechten Seite gestellt und dann geht es natürlich auch direkt weiter. Wie sieht gerade die Gesamttabelle aus? Wer ist auf P1, 2, 3, 4? Das blenden wir dir sogar extra ein, Union-Fan. Also Liqui Moly vor Team 49, Limitless vor CFX Motorsport vor Narcotic Racing Club. Und dann haben wir MBR, die natürlich ordentlich aufholen auf Grundposition Numero Uno im Moment. Making Noise hat den Live- und Streamfluch gebucht. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt, den haben wir schon öfter gesehen bei Making Noise, den Live- und Streamfluch. Das, ja, da haben wir Einfluss. Da haben wir Einfluss. Ja, da haben wir auf jeden Fall Einfluss. So, also, weiter geht's. Und der Neue lässt auf jeden Fall ordentlich fliegen. 12,4 Sekunden mittlerweile der Abstand Richtung Eifelblitz, Richtung Sophie an Position Nummer 2. Und Mojo kann auch die Geschwindigkeiten im Moment nicht mitgehen. Also, Mojo an Position Nummer 3 und Hinsbeck Fighter ist im Landeanflug. Hinsbeck Fighter im Landeanflug mit 1,1 Sekunden und der bringt den Weintiger mit. Ronny, dankeschön für deinen Follow. Papa Joe, dankeschön für deine Bits. Dankeschön. GoCami Racing Team, GoCami unterstrich Nacho. Also, da wird natürlich erstmal der Teamkollege Nacho angefeuert. Da haben wir den Alert für Ronny. Dankeschön. So, 1,2 Sekunden. Ihr sollt euch nicht weiter auseinanderziehen. Wir waren gerade oben 1,1 zu 1,1. Ne, wir wollen die Lücke kleiner haben, meine Freunde. Also, Weintiger, gib Gas und Hinsbeck Fighter Richtung Mojo auf Position Nummer 3. So, Hinsbeck Fighter natürlich für Liqui Moly unterwegs. Im Moment das gesamtführende Team. Loft? Ja, wir haben super weiche Reifen und wir werden sie einsetzen, Terra. Alles aktuell. Ja, dann aktualisieren wir natürlich direkt den Banner. Und dann haben wir es auch komplett aktuell hier unten in der Einblendung. Also, 17.09 Uhr, die Einblendung ist aktuell, die Abstände sind aktuell. Also, Deadpools Racing im Moment an 14, The Endurance Group an 13, VML an Position Nummer 12. Wir sehen es gerade eben eingeblendet. Und jetzt gehen wir natürlich direkt den Sprung nach vorne. Wie groß sind die Abstände? Was konnte der MBR bis jetzt aufholen? Auch da haben wir natürlich jetzt gleich erstmal einen Blick drauf, während wir weiterhin die 1,1 Sekunden nach vorne, 1,1 Sekunden nach hinten sehen. Alle drei mit den identischen Zeiten jetzt gerade über die Linie. Go, go, go! Nacho wird natürlich hier auch von Wiemann angefeuert. Ich glaube, Ai hat viel zu der Gesamtführung beigetragen. Das ist korrekt. Ja, das tut er allerdings häufiger. Ohne meinen Motorschaden hätten wir 35 Sekunden. Alter Falter, was ist denn hier los? Also, Pavel hatte den Motorschaden. Das haben wir gesehen in Stint Nummer 2. Sehr, sehr ärgerlich. Aber was willst du machen? Vorne ist vorne. Ne? So, ganz einfach. Ob ein Inch oder eine Meile, vollkommen egal. Hauptsache vorne. So, während Hinsbeck Fighter hier an Position Nummer 4 unterwegs ist und jetzt kommt der Weintiger. Wir haben einen Weintiger und wir werden ihn einsetzen an Position Nummer 5. Hast du schon am Bier genippt? Ja, ich hab's. Prost. Ja, zum Wohle. Schöne Grüße aus Reste von Uli und Nico. Hallöchen, wunderschönen guten Tag. 17 Uhr ist guten Tag auf jeden Fall. Dann natürlich schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet Richtung Warte, ich bin sofort wieder bei euch. Auf einem Schluck kann man ja nicht stehen. Das wird direkt hier komisch.
So, also, hier haben wir natürlich die ersten Boxenstops. Halbvolle Tanks, roundabout, je nachdem, wann wer reingegangen ist. Und jetzt haben wir natürlich dann die neuen super weichen Reifen direkt mal draufgepackt. Ja, also, auf geht's. Und hier sehen wir die Einblendung, wer im Moment Erster, Zweiter und Dritter ist. Also, Liqui Moly vor Team 49 Limited vor CFX. Dann haben wir Narcotic Racing Club vor Monkey Boys Racing. 55,6 Sekunden ist da der Abstand. Der Kollege, der hier im Moment an Position Nummer 1 unterwegs ist, bleibt erstmal draußen, hat roundabout einen halbvollen Tank und erstmal natürlich ordentlich abgefahrene Reifen. Die Vorderreifen natürlich immer ein bisschen mehr abgetragen als die Hinterreifen, gar keine Frage. Moinsen, stottern wird zusammengeschrieben. Ja, Dankeschön für diese extrem gute Nachricht. Dankeschön, schön und herzlich willkommen. Marcel hat schon Sprachschwierigkeiten. Ja, aber die habe ich nicht wegen dem Schluck Bier, sondern schon immer. Ne? Schon immer, Nico, schon immer. Und natürlich schöne Grüße an alle. Ne? In welcher Kameraperspektive fahren die Fahrer? Das dürfen die sich aussuchen, Union-Fan. Also das dürfen die sich aussuchen. Ich persönlich bin eher so der Stoßstangenfetischist. Ja, also ich packe mich quasi ohne Auto über die Strecke. Und die können sich das aussuchen. Also Cockpit-Perspektive finde ich natürlich zum Zuschauen extrem gut. Aber ja, das darf, wie gerade schon gesagt, darf auf jeden Fall jeder machen, wie er will. So, Eifelblitz an Position Nummer 2. Also die Dame hier im Feld. Ich fahre TV-Ansicht. Ja, Skywinger, das haben wir gesehen vorhin. So. Weiter geht's. Schön einen verteilt erstmal. So, Inspect Fighter an Position Nummer 3. Gerade dran vorbeigegangen mit Weintiger und dem Quarz natürlich mit dabei. Also super weiche neue Reifen. Also die Jungs hier aus der Box gerade wieder rausgekommen. Inspect Fighter gegen Weintiger, gegen Quarz und natürlich eine Mojo. Also Mojo haben wir natürlich auch. Zu Recht, ja, Sky. Ja, tut mir leid, der war so auf der Zunge. Ja, der war so einfach auf der Zunge. Ja, früher Stoßstange, ja, aber jetzt Cockpit und bei F1 Onboard. Okay. So, Danger, erstmal recht herzlichen Dank für deinen Follow. Und natürlich Red Extra Wurst, auch dir recht herzlichen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen natürlich hier in die Runde. Irgendwas stimmt da nicht, nicht aktualisiert. Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir das nochmal. Ralf Banner, Eigenschaften. Aktualisieren. So, gucken wir nochmal. Also, da streikte ein bisschen die Technik oder der Zeigefinger vom CT, der die Maus nicht bedienen konnte. Wir gucken mal, ob es jetzt klappt, ob die Abstände jetzt aktuell sind. Also, Mojo an Position Nummer 6. 8 Sekunden Abstand. Schaut euch einfach diesen Formationsflug an. Und Mojo ist mit 0,6 Sekunden schon weit entfernt. Fährt jetzt erstmal Purple. Also gönnt sich erstmal hier die Purple-Zeit. 16.000stel der Unterschied zu der 1.18.024 von der Neue, die er gerade in den Asphalt gehämmert hat. Gucken wir mal, ob es jetzt so langsam Richtung 1.17er Zeiten geht. So, Liqui Moly for Team 49 Limitless und C-Fix. Da kommt der D-Zug, genau so ist es. Angeführt von Hinspec Fighter. Position Nummer 4, okay, da sehen wir jetzt auch den Unterschied. 30 Sekunden nur noch zwischen Monkey Boy Racing und Narcotic Racing Club. Also, der Neue haut hier auf jeden Fall einen nach dem anderen raus und ist natürlich extrem schnell unterwegs. Also, wir bleiben ganz kurz auf Mojo, sind gerade am Ende der Runde. Mal gucken, ob das Ganze hier auch purple bleibt. Kann sich natürlich jetzt im Windschatten ein bisschen ransaugen. Noch ein bisschen ganz kurz hier mal die Leine so. Ja, sich ganz charmant ranziehen, bis du endlich vorne angekommen bist. Also, persönliche Bestzeit vom Mojo, weiterhin die 1.18.024. Hier das Maß aller Dinge von dem Kollegen, der Neue, auf jeden Fall platziert. So, gehen wir mal zu Position Nummer 3. Das hier ist der Anführer des D-Zuges. Also der ICE wird angeführt von Hinspec Fighter im Moment an Position Nummer 3. Marcel und Technik, zwei Welten prallen aufeinander. Der Stream läuft doch nur, weil Hase am Start ist. Skywinger schreibt wahre Geschichte. Was ist? Oh, jetzt habt ihr mich. Oh. Du Hase, ich glaube, du musst weitermachen. Ich wurde gerade beschimpft.
dass ich keine Ahnung von Technik hätte. Vom Gotti, hat er gesagt. Spaß beiseite. Herzlich willkommen, Gotti. Ich sehe das nicht so. Ja, genau. Hayabusa. Genau. Gotti, wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hi. Habe ich was verpasst? Hayabusa, nö. Nö, alles gut. Also, Hinspec Fighter an Position Nummer 3 mit Weintiger im Schlepptau. Dann haben wir den Mojo und natürlich den Quarz mit dabei. Also, bleiben wir ganz kurz hier auf dem Hinspec Fighter. Technik mit CK, ich schwöre. Ja, das ist korrekt geschrieben, Skywinger. Und derjenige, der natürlich in der TV-Kamera fährt, der wird immer recht haben. Sehr geil. So, also Weintiger will natürlich hier... Ach komm, wir machen den Schnelldurchlauf. Ja? Also, auf geht's. Rechtes Gas, Position Nummer 14. Also, Position Nummer 14, der Nacho unterwegs. Ich höre nur Mimi. Papa Joe habe ich genauso gehört, aber von der anderen, nicht von mir. Ja. Also, Nacho im Moment an Position Nummer 14 unterwegs. Der jagt hier den Slotter, 7,7 Sekunden Richtung Terrorzwerg. Dann haben wir den Mickey Finn an Position Nummer 11 im Moment. Dann darf natürlich der Ralf an Position Nummer 10 nicht fehlen. Der ist Richtung Magnum unterwegs. Dann haben wir den Trebo an Position Nummer 8. Dann darf der Racing Gamer an Position Nummer 7 natürlich hier seine Runden drehen. 5 Sekunden Abstand. Crank Life, ey. Jawohl. So, dann haben wir den Quarz an Position Nummer 6. Ah, guck mal. Da kommt genau das, worüber wir reden. Also, Quarz TV an Position Nummer 6. Ihr seid Säcke, ey. Mann. So, Papa Joe und... oh, Mann. So, dann haben wir Mojo an Position Nummer 5. Der ist dran an Weintiger und Weintiger an Hinspec Fighter. So, wie sieht's aus bei Eifelblitz? 7 Sekunden Abstand mittlerweile. 7 Sekunden auf Position Nummer 2. Also da geht natürlich auch ordentlich was nach vorne. Und der Neue mittlerweile mit 11,3 Sekunden hier unterwegs. Also gehen wir wieder zurück zu Position Nummer 4. Der im Sandwich zwischen Hinspec Fighter und Mojo fahrende Weintiger natürlich. Barry, dankeschön auch dir für 20 Bits. Dankeschön natürlich euch beiden auch. Wo bin ich im Mimi, sagt ihr das? Das ist nicht korrekt. Sehr geiles Rennen von Eifelblitz. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, sehr geil bis jetzt. 7 Sekunden Vorsprung muss man auch erstmal ausfahren hier bei Eifelblitz. Und ja, nachdem der erste Stint auf Position Nummer 5, glaube ich, zu Ende ging. Das alte Gehirn und das Gedächtnis natürlich hier. Wir gucken. Papa, jawohl. Hey Uschi, ich glaube, die meinen dich. Also ich bin mir sicher, dass die dich meinen. Bei mir kann es ja nicht sein. Kann ja bei mir nicht sein. Immer wieder gerne. Papa, dankeschön. Also, Weintiger an Position Nummer 4 und Mojo ist dran. Nee. Sehr geil, ey. Also, ich würde sagen, wir reden über das nächste Event. Ja, also sobald es nächste Mal eingeblendet wird, reden wir drüber. 13.06. wird nämlich tatsächlich das nächste Event eröffnet, beziehungsweise die Anmeldung geöffnet. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir machen 12 Stunden Bratwurst. Also Mount Panorama, 12 Stunden wird es hier mit der GTES auf jeden Fall geben. Ich bin gespannt, wie die Jungs das natürlich wieder organisieren. Das ist immer astrein. Wir sehen es natürlich auch am heutigen Tag, während wir jetzt erstmal die Live-Standings, die extrem schick aussehen und ganz, ganz viel Lob natürlich gerne haben dürfen. Also da geht es natürlich schon mal in die Richtung der Organisation von der GTES. Morgen wieder 12er oder was? Nee, morgen nicht. Ist abgesagt worden. Der 24er, das Quali und das Rennen. Und morgen Abend geht's los. 18.45 Uhr hier auf dem Kanal mit der EGTL Liga Nummer 1. So, also. GT3 wird's auf jeden Fall geben. Das Ganze auf Bratwurst, also auf Mount Panorama. Anmeldung ab 13.06.
wird auf jeden Fall gehen. Dann haben wir das Quali am 4.7. und das Rennen am 10.7. Und ihr werdet euch vielleicht vorstellen können, auf welchen Kanälen das kommt. Ja. Vielleicht, so wie heute. Also, ne, herzlich willkommen natürlich auch dann im Juli, im 1. Juli-Wochenende. Und natürlich auch die Eröffnung der Anmeldung am 13.06. Also ich bin gespannt, wer mit dabei sein wird. Aber nur vielleicht. Genau. Aber nur vielleicht. Genauso ist es quasi. Wir wollen ja noch nicht spoilern. Ja? Wir wollen noch nicht spoilern, wer alles so mit dabei ist. So, ich bin kurz essen. Guten Hunger. Gönnen wir dir natürlich, während wir weiterhin Mojo hier am Heck von Weintiger sehen. Anbremsphase. Also auch da erstmal weiterhin der Weintiger auf Position Nummer 4 unterwegs. Also 1 Stunde 9 Minuten haben wir noch zu absolvieren. Wir gehen so langsam Richtung Halbzeit. Und natürlich auch die jeweiligen Abstände sind relativ aktuell eingeblendet. Hier links neben mir auf dem Tableau. So, Weintiger an Position Nummer 4, Mojo an Position Nummer 5 und der ist dran und komm, da springen wir rein. Wir müssen es eh einstellen, weil ich gerade ganz kurz den falschen Knopf gedrückt habe und deswegen gehen wir rein. Hier beim Mojo an Position Nummer 5. So, bis später noch fix die Kids füttern und dann vorbereiten fürs Sint 6. Bis nachher. Also, Riemann natürlich, dir auch. Viel Glück natürlich. Auf geht's. Und viel Erfolg natürlich fürs Team. So, was hat der Terra geschrieben, was ich überlesen habe? Sehr geiles Rennen war die letzte Nachricht. Oder ich habe wirklich jemanden? Okay. Also, Mojo weiter hier an Position Nummer 5. Wir sind drauf, beziehungsweise drin. Danke allen anderen auch. Viel Erfolg. Ja, viel Glück auf jeden Fall. Natürlich an alle Teams. Während wir hier den Mojo sehen für Team 49 Limitless in der Gesamtwertung auf Position Nummer 2, jetzt hier in diesem Stint auf Position Nummer 5. Da seht ihr natürlich auch die unterschiedlichen Fahrer, unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zwischendurch natürlich der ein oder andere Zwischenfall. In dem Fall kann Mojo natürlich extrem gut am Weintiger dranbleiben. Probiert natürlich alles, sein Fahrzeug hier so gut wie möglich über die Strecke zu bringen hier in Interlagos. Weintiger und Hinsberg, ihr macht das, Jungs. Ja, sind auf jeden Fall gut dabei. Sind auf jeden Fall gut dabei auf 3 und 4. Während wir Mojo gerade hier mit dem kleinen Verlust seines Fahrzeuges sehen. Kostet natürlich wertvolle Zeit und wir haben einen Quarz und wir werden ihn einsetzen. Position Nummer 6 ist dran durch den Fehler jetzt gerade. Hier an der Strecke natürlich ein bisschen rausgekommen. Und jetzt geht's weiter an Position Nummer 5. Und jetzt kommt die Attacke. Quarz will jetzt dran vorbei. Jetzt probiert das beide nebeneinander. Ganz, ganz leichten Kontakt würde ich annehmen. Würde ich annehmen und beide nebeneinander hier durch die Schikane. Oh, jetzt muss er natürlich aufpassen. Quarz ist dran vorbei. Position Nummer 5. Gerade eben von Quarz ab in der Tasche gesteckt. So, hier so nach dem Motto. Weißt du was? C-Fix muss mal ganz kurz an Position Nummer 5. Lass mich mal da ganz kurz vorbei. Bitte Platz machen. Und genau in dem Moment geht Quarz auch dran vorbei. Position Nummer 5. Jetzt muss er sich natürlich dran vorbeifahren. Erste Sache. Abstand vergrößern. Zweite Sache. Jetzt muss er sich natürlich extrem anstrengen. Super weiche Reifen sind auf jeden Fall drauf. Wir gucken mal ganz kurz beim Mojo. Also eine Pfütze weniger an Gummi noch auf. Also jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Ja? Also nicht erwähnenswert. Zum Glück hat er nicht seinen Mojo verloren. Was? Kommt schon, Mojo! Porsche auf jeden Fall Mojo-Fan. Hier an Position Nummer 6 liegen. Das Überholmanöver haben wir gerade gesehen. Wurde bei den vorigen Stints schon erklärt. Genau. Hayabusa ist jetzt quasi auf dem Stand der Dinge. Der weiß jetzt, was die gelbe Flagge ist. Ja? Also das haben wir ihm auf jeden Fall erklärt. Was Dirty Air ist, haben wir ihm auch erklärt. Ich glaube, die schwarze mit dem orangenen Punkt noch nicht. Das ist, Ich sag nichts. Ich sag einfach.
Blaue Flagge auch, blaue Flagge auch. Also hier haben wir natürlich die nächsten 12 Stunden auf Bathurst, auf Bratwurst, auf Mount Panorama. 4.7., 10.7. Seid auf jeden Fall mit dabei, wenn ihr mit den GT3-Boliden über die Strecke heizen wollt. Dann ist natürlich die Anmeldung ab Juni natürlich offen. Also, wer Interesse hat, mitzufahren, nächste Mal hier auf den Kanälen sein Fahrzeug zu präsentieren, das Ganze mit den GT3s, hat jetzt natürlich die Möglichkeit, sich dann anzumelden. Leider ohne mich. Das heißt, Mojo-Fan, er Mojos bester Kumpel und damit sowieso Nummer 1-Fan. Okay, Torsch, das wusste ich ja nicht. Ja, danke für die Aufklärung. Hoffentlich sieht Mojo das auch so, sonst ist das eine einseitige Beziehung. Ne? Also, Torsch feuert hier seinen besten Kumpel Mojo an, der auf Position Nummer 6 liegt. So, gehen wir natürlich weiter. Torsch, manchmal, das sprudelt so manchmal auch. Das sprudelt einfach so raus, weißt du, das ist einfach. Bisschen böse war es schon, aber. Ist genauso angekommen, glaube ich, bei dir, wie es sollte. So, also, wir haben den Nacho im Moment an Position Nummer 14. Dann haben wir Mickey Finn an Position Nummer 13. 22,9 Sekunden der Abstand Richtung Slotter. Also, Slotter auf Position Nummer 12. Und hier bleiben wir ganz kurz, 0,4 Sekunden Richtung Terrorzwerg. Also, der Fight um Position Nummer 11 ist weiter eröffnet. Terrorzwerg 11, Slotter an Position Nummer 12. Also, teamtechnisch Losty Racing gegen die Kollegen von Roadrunner. So, Losty an Position Nummer 13 gestartet, in der Quali-Ergebnis 13 und Position Nummer 11 waren die Kollegen hier von den Roadrunnern, die im Moment an Position Nummer 12 liegen in diesem Stint. So, 30 Sekunden der Abstand zwischen Position Nummer 1 und Position Nummer 2, also Team 49 Limitless gegen Liqui Moly Racing Team. Und da sind natürlich unterwegs Hinsberg Fighter und Mojo. Ja, die sind aber sehr, sehr nah beieinander. Deswegen die 30 Sekunden können wir uns auf jeden Fall schon mal ganz kurz im Hinterkopf merken. Die werden wir wahrscheinlich, wenn denn hier nichts Schlimmes passiert, auch mit in den nächsten Stint nehmen. Wann endet der letzte Stint? Um 22.30 Uhr, Torsch. Endet der letzte Stint. So, und wir haben jetzt gleich Halbzeit. Also eine Stunde restliche Zeit ist noch zu absolvieren. Wir sind natürlich jetzt hier in Runde Nummer 43 unterwegs. Also gute 90 Runden sind auf jeden Fall zu absolvieren. Die kriegen wir hin. Den 5 wird mit 90 gefahren. Okay, Hayabusa. Dann, die Information ist bei mir noch nicht angekommen. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, 22 Uhr ist der letzte Stint zu Ende, weil Stint Nummer 5 mit 90 Minuten gefahren wird. Aber meistens erreicht man mich ja nicht, während man live ist. Ne? Dankeschön, Hayabusa, dankeschön. Deswegen habe ich dir auch vorhin, weil du ja zwischendurch immer sehr, sehr hilfreiche Informationen in den Chat schreibst, habe ich dir natürlich auch die Flaggen erklärt. Das ist kein Problem. So, Slotter auf Position Nummer 12. Dann haben wir den Terrorzwerg, der konnte sich einen Tacken absetzen, aber auch noch nicht wirklich viel, also gute Sekunde hier der Abstand zum Terrorzwerg. Dann haben wir den Ralf im Moment an Position Nummer 10 mit Magnum und mit Trebor. So, da muss ich mal ganz kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Also Trebor mit den schlechtesten Reifen. Trebor mit den schlechtesten Reifen, wir bleiben hier beim Dreikampf. Also Attacke, rechts ist Gas. Und wir wollen natürlich ordentliche Fights sehen und die bieten uns jetzt die Kollegen RCK fürs Team DSK, also Deutscher Sportfahrerkreis. Dann haben wir den Kollegen von GTRP, den Magnum mit dabei und der Trebor für VML. Also die drei Teams wirklich sehr, sehr eng beieinander. Und ich würde sagen, Heidi Witzel, Kapitän, Trebor führt das ganze Ding an. Dreikampf um Position Nummer 8. Ist so geil. Das ist so geil auf jeden Fall. Trebor auf 1 Stop.
Nee, Trebor muss eigentlich schon drin gewesen sein. Muss auf jeden Fall schon drin gewesen sein. Und genau da kriegst du die Antwort, Tizzy. Also, Trebor an Position Nummer 10 liegend ab Richtung Box. Aber Trebor hat sich schon mal neue Reifen geholt. Ach so, okay. Ja, dann nicht. Ja, gut. Der ist zum zweiten Mal drin, genau. Ist er auf 1-Stop? Tizzy, ganz kurz. Nee. Sehr geil. Ist eine ziemlich interessante Kombi, aber scheint ja zu funktionieren. Ja, funktioniert, Torsch. Also tatsächlich, ich habe es mir auch ein bisschen schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. So, dass es doch mit den LMP1 häufiger mal in Richtung Bande gehen könnte. Vielleicht mal ganz kurz das Graue, was die Strecke ist, ganz kurz verlassen und dann deutlich mehr Abflüge. Aber naja, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Im Infield, habe ich mir sagen lassen, gibt es da doch das ein oder andere Problem. Aber bis jetzt läuft alles wunderbar. Lol, 3-Stop anscheinend. Ja, easy, zum Beispiel. Oder vielleicht auch 4-Stop, man weiß es nicht genau. Ja. So, also, gehen wir zur Position Nummer 9. Der Ralf ist dran am Magnum. Also egal, wo wir im Moment hinschalten, es gibt hier einen Fight nach dem anderen. Also, hier geht es um Position Nummer 8. GTRP Magnum gegen RCK, also gegen den Ralf an Position Nummer 9 hier unterwegs. Aber wenn er jetzt gerade drin war, hat jetzt zweiten Stop, wird er 30 Minuten fahren, neue Superweichen drauf. 3-Stop-Strategie wird da wahrscheinlich die einzige normale Möglichkeit sein. Vorausgesetzt, er fängt sich nicht den einen oder anderen Motorschaden noch ein. Also wenn alles plan läuft, sollte 3-Stop-Strategie auf jeden Fall drinne sein. So, Ralf ist dran. Und der will natürlich auch hier auf Position Nummer 8, will den Kollegen von GTRP definitiv überholen. Wir gucken mal, wie sieht es denn da aus? Also, ja, der GTRP-Pilot hat zumindest nochmal, ich sag mal, 27% an Sprit mit dabei. Während der Ralf auf jeden Fall eine Runde früher hier in die Box muss. Im Moment noch auf den Superweichen unterwegs, aber macht hier mächtig Druck Richtung GTRP 99. Riecht ihr das auch? Oh, ich glaube, ich krieg was zu essen. Wenn die Frau kocht, dann... Kennt ihr das? Ja? So eine ganz kurze Riese aufgenommen und dann habt ihr auf einmal Kohldampf wie Sau. Ja? Und nachher gehe ich bestimmt nach dem Stream, gehe ich nach unten und sage, oh, ne? Total leckere Zeug, was sie da gemacht hat. Und dann hast du keinen Hunger mehr. Also hoffentlich passiert mir das heute nicht. Ich gebe nämlich gleich Gulasch, ey. Während wir den Ralf hier mit dem Magnum unterwegs sehen. Ralf mit Magnum jetzt an 7 und 8, während Mojo jetzt Richtung Box gegangen ist. Wir gucken ganz kurz nach. Planmäßiger Boxstopp, alles in Ordnung. Und der Ralf an Position Nummer 8 unterwegs. Cooler Beste? Und denkt immer dran, ne? Falls ihr dabei sein sollt, das hier ist genau das Datum. 13.06. Naja, okay, 13.06. ist vielleicht eine Qualifikation von meinem Geburtstagrennen. Da können wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Also 13.06. solltet ihr euch auf jeden Fall merken für die Anmeldung bei der GTS. Stark, Eifelblitz. Ja, Noah ist auf jeden Fall schon mal zufrieden. Ne? Also der Prof ist zufrieden. Mach die Tür zu, nicht, dass du schon vor dem Ende des Streams schon weg bist. Machi, danke schön für dein Follow. Recht herzlichen Dank. Und herzlich willkommen natürlich hier in der Community. Ja, die Tür ist zu, Corsi. Weißt du, das ist das Problem. Während wir den Ralf weiterhin hier Richtung Magnum Robben sehen. Also er nährt sich wie... Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Jetzt kommt die Attacke. Ganz kurz die erste Kurve nicht ordentlich getroffen. Jetzt probiert er sich daneben zu setzen. Reicht das Ganze hier raus zu beschleunigen? Reicht nicht. Also reicht nicht, Magnum bleibt weiter für das Team GTRP vorne auf Position Nummer 7. Ich komme gerne vorbei und esse was. Weißt du eigentlich, wie ich dieses Gewicht hier halte? Ja? In diese Richtung hält man das Gewicht, wenn man das alleine isst. Ja? Ich teile dann nicht. Also bei Essen nicht. Bei Bier nicht. Hase nicht. Was teile ich denn noch nicht?
Ansonsten bin ich wirklich ein herzensguter Mensch, aber da würde ich sagen, nur mit Anmeldung, dann hätten wir mehr gekauft. Sehr geil. So, gehen wir mal gucken, wie sieht es denn im Moment aus an Position Nummer 6. Racing Gamer, Position Nummer 6. Doch, der Hund wird geteilt da, hier. Vorhin war Terra und Dark Paddy noch da, habe ich geteilt, habe ich gesagt, komm, könnt ihr auch mal streicheln, den Hund ist kein Problem. Ja, da gelassen haben sie natürlich. Ja, also das würde ich dann nicht zulassen. So, Racing Gamer an Position Nummer 6. 6 Sekunden ist der Abstand zu Quarz. Weintiger weiterhin an Position Nummer 4. Also der Kollege von den Speedbots hier im Moment an Position Nummer 4 unterwegs. Dann haben wir den Inspect Fighter. Position Nummer 3. Also Liquid Molly den Gesamtführenden im Moment. Dann haben wir den Eifelblitz an Position Nummer 2. Und der neue 18,4 Sekunden. Was macht der neue denn da? 1:17.560 ist hier seine persönliche Bestzeit. In Runde Nummer 43 hat er die auf jeden Fall absolviert. Und schaut euch einfach mal die schicke Liste hier über mir an. Also wenn einer konstant fahren kann, dann würde ich sagen, ist das der Kollege von MBR, der Neue an Position Numero Uno. Also wie viel? Das ist doch nicht mal normal, ne? Holla die Waldfee, lässt der hier ordentlich fliegen. Also, Chapeau da in Richtung der Neue von MBR. Der Röni, Servus, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Alles aktuell. Recht herzlichen Dank. Dann aktualisieren wir natürlich auch direkt hier das schicke Live-Banner der GTES. Mir gefällt das extrem gut. So, ab jetzt dann natürlich auch aktuell. So. Also, Union-Fan ist auch wieder zurück. Der Neue ist an Position Nummer 1. Dann haben wir Eifelblitz hier an Position Nummer 2. Auch da wird natürlich gleich nochmal der Boxenstopp stattfinden. Ja, ungefähr 17% an Sprit noch mit dabei, wenn sich meine alten Augen nicht irren. So, dann haben wir Position Nummer 3, der Hinsbeck Fighter. Gerade Richtung Überrundung der anderen beiden Streithähne gerade. Also es dürfte normalerweise Position 10 und 11 oder sowas sein. Gucken wir uns gleich natürlich an. Dann haben wir den Weintiger an Position Nummer 4. Quarz an Position Nummer 5 unterwegs. So, 0,6 Sekunden. Dann haben wir hier den Racing Gamer. Der ist unterwegs mit Magnum und Magnum weiterhin mit dem Ralf. Also da die beiden Streithähne haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich nebeneinander. So, dann haben wir Position Nummer 9. Der Mojo an Position Nummer 9 hier unterwegs. 8,2 Sekunden. Nächste Fahrt geht rückwärts hier, meine Freunde. So, dann haben wir Trebo an Position Nummer 10. Der Terrorzwerg an Position Nummer 11. Slotter im Moment an Position Nummer 12. Das waren die beiden Streithähne, die gerade über, beziehungsweise gleich überrundet werden. Natürlich beide an Position Nummer 12 und an Position Nummer 11. So, ist nur kacke, wenn man in der Küche kommt, weil es lecker riecht, aber Frau hat Seife gemacht im Permi. Ja, Ravnik, das ist natürlich extrem schlecht. Also ich hoffe tatsächlich, dass gleich Fleisch in dem Topf ist, wo ich reingucke und nicht Seife. Sehr geil. Auf mich gewartet mit dem Durchgang? Ja, natürlich, nur auf dich gewartet ungefähr. War gerade Zeit, ja, war gerade Zeit. Das Datum habe ich bis dahin vergessen. 13.06., 13.06., Bunsenbrenner, 13.06. Bitte merken Sie sich den 13.06. Erstens Qualifikation von meinem Geburtstagsevent. Also ich werde da 2 Jahre auf Twitch. Und natürlich die Anmeldung öffnet bei den Kollegen der GTS. Während wir den Slotter hier auf Abwägen sehen. Also Slotter wurde jetzt gerade hier wieder zurückgesetzt. Position Nummer 12. Gucken wir uns das Ganze natürlich nochmal im Replay an. Was passiert da? Anbremsphase lässt den ersten durch. Wunderbar. Position... Okay, probiert es jetzt außenrum, auch da alles in Ordnung. Und dann kommt er rechts auf den Rasen und dann geht's hier direkt. Ja, aber sowas von der Strecke, dass er hier zurückgesetzt wird, der Slotter. Und damit Position Nummer 12. Gehen wir wieder Richtung Live-Bild. Und gucken uns natürlich den Fight um Position Nummer 4 weiter an. Also Hinsbeck weiter, Weintiger und Quarz. 3, 4 und 5 weiterhin im Formationsflug unterwegs. Ja, na klar, Leberkäse mit frittierten Kartoffelscheiben und Spiegelei. Ja, auch das wäre eine Variante, womit ich mein Gewicht halten könnte. So, die Frage ist einfach nur, warum ist nichts hier? Ja? So, wie viel hat Eifelblitz Vorsprung auf P3?
Gut, ich nehme... Die Korrektur nehmen wir nicht, Noah. Die Korrektur nehmen wir nicht. Also, wie viel hat Alpha Blitz Vorsprung auf Po 3? Mega. Also, im Moment hier der Weintiger an Position Nummer 4 unterwegs. Position Nummer 3, 13,4 Sekunden, um Noahs Frage zu beantworten. Und wir gehen zum Quart, zu unserem kanadischen Kollegen. Der macht mir heute auch extrem viel Spaß. Ist gut unterwegs und wahrscheinlich auch zeitzonentechnisch. Wie spät haben wir in Kanada? Ja, das ist natürlich eine Frage. Ist er mitten in der Nacht oder ist er tatsächlich jetzt gerade ganz, ganz früh morgens? Bin auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht könnte einer Google mal anwerfen, wie denn die Zeitverschiebung zu Kanada ist. Also Hase müsste das normalerweise so aus dem FF natürlich können. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Zeitzonen und sowas. Geografie, sind wir ja ganz weit vorne hier beim CT-Meister? Nicht. Ja? Jetzt weißt du mal, was du CT machen kannst. Ja, genau. Das ist morgens. Okay, Hisi, danke schön. Das ist morgens. Wenn dann zurück von der Zeit. Okay, dann ist er in der Nacht gestartet, als ich heute Morgen gequatscht habe. Ist mitten in der Nacht gewesen und jetzt ist er morgens unterwegs. Also gerade mit dem Brötchen in der Hand, ne, ist er unterwegs an Position Nummer 5. Weintiger an 4 und Hinsbeck Fighter an Position Nummer 3. So, 6,8 Sekunden zum Racing Gamer. Magnum an Position Nummer 7. Dann haben wir den Ralf hier an Position Nummer 8 und Mojo im Moment an Position Nummer 9. So, Nacho hier an Position Nummer 14 und ihr kennt's. Wir springen rein, rein in den Hobel an Position Nummer 14. 48 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Und hier ist der Nacho an Position Nummer 14 unterwegs. Und wir springen natürlich rein in die Cockpit-Perspektive beim Kollegen Nacho für The Endurance Group. Ich glaube, 6 bis 8 Stunden. Okay, dann sind wir bei ihm so mittags rum. Ja. Grobe Hausnummer. Also, und für diejenigen, die natürlich beim nächsten Mal mit dabei sein wollten, ich wiederhole mich, das ist aber gar kein Problem. Ich bin hier der, ja, toll, jetzt ist... Das war zu schnell, ja. Das war zu schnell für einen alten CT. Ihr wisst ja, was da stand. Da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Die nächste Anmeldung ab 13.06. dann natürlich offen. Seid auf jeden Fall mit dabei. GT3 auf Bratwurst. So, also. Nacho, komm, lass fliegen hier. Rechtes Gas da, wo gestreut ist, kann gerannt werden. Nur für dich jetzt, Nacho. Komm, schieb. Maxi, dankeschön für deinen Follow. Dankeschön. So, also, raus aus dem Hobel. Rein zu Position Nummer 4. Also Weintiger mit Hinsbeck Fighter. Und natürlich einen Quarz haben wir auch noch und wir werden ihn einsetzen. Also Hinsbeck Fighter hier an Position Nummer 3. Das Team Liqui Moly im Moment in der Gesamtwertung auf Position Nummer 1 unterwegs. Eiffel Blitz an Position Nummer 2. Man wird nicht jünger. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt, Craig. Ed Seedmeister, man wird nicht jünger, PogChamp. Ja, auch du kommst noch in mein Alter, Crank. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich glaube, du bist 1-2 Jahre jünger, glaube ich. Aber ne? Und dann wirst du auch ganz, ganz viel vergessen. Dann hast du auf einmal Rücken während des Streams und sowas. Weißt du, gleich muss ich noch auf dem Klo. Ja, das ist einfach dem Alter geschuldet. Das ist einfach dem Alter geschuldet. Okay, dann bist du sogar 6 Jahre jünger als ich. Okay. Ne? Also wenn du dann in der Konstellation unterwegs bist, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Rücken habe ich genug, schon zweimal operiert. Ja, dann. Gute Besserung, Frank. Ja, habe ich letztes Mal mitbekommen. Ich hoffe, dass alles wieder in Ordnung bei dir ist. Not FN, not. Hallöchen, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen in der Runde. Also, Hinsbeck Fighter, Position Nummer 3. So, dann haben wir den Weintiger an 4. So, jetzt suchen wir uns den nächsten Fight. Wir brauchen noch irgendwas mit 0,3 Sekunden. Okay, nehmen wir 0,7? Nee, ja, komm, wir gehen noch einen weiter. Komm, wir gehen noch einen weiter. Gehen wir einmal ganz kurz komplett durchs Feld. Wie sieht es denn hier im Moment aus? 2 Sekunden vom Slaughter Richtung Terrorzwerg. Dann haben wir Mickey Finn und dann haben wir den Nacho hier in Position Nummer 13. Ja, gucken wir mal ganz kurz, wie sieht es denn vorne aus? 20,2 Sekunden hat der Neue mittlerweile rausgefahren gegen Eifelblitz. Eifelblitz wird gleich auf jeden Fall Richtung Box fahren. Der Neue kann auf jeden Fall nochmal ein Ründchen draußen bleiben.
Vince Backfighter an Position Nummer 3 ist mit Weintiger unterwegs. Also sind wir wieder da. Wir sind wieder beim Weintiger zurück. Also Ausrufezeichen B in den Chat. Ja, genau. Kannst du ja nicht für meine Rente arbeiten. Ah, das bringen wir ihm noch bei, Crank. Das bringen wir ihm noch bei, dem Union-Fan. So, Weintiger hier weiterhin im Sandwich. Hinz Backfighter unterwegs für Liquid Molly. Dann haben wir natürlich hier den Weintiger für die Speedbots. Und danach dann für C-Fix, den Quarz TV. Also, die drei machen mir extrem viel Spaß. Und wie ich es gerade schon erwähnt habe, gehe ich jetzt um Klo. Ja, also ich gehe ganz kurz für kleine Kommentatoren und lasse euch hier mit dem Dreikampf zwischen Hinz Backfighter, Weintiger und Quarz ganz, ganz kurz alleine. Also 30 Sekunden bis 30 Minuten wird es dauern, je nachdem, was der Rücken natürlich mitmacht in meinem Alter. Ja, ich bin sofort wieder für euch da. Bis gleich. Ich bin's, ein leerer Stuhl, genauso ist es, Benny. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, alle. Ne? Also, hier erstmal. So, gucken wir erstmal Hinz Backfighter weiterhin vor Weintiger, hinter vor Quarz natürlich unterwegs. Und Quarz will natürlich jetzt. Jetzt! Also, wenn man das Headset mitnimmt, wenn man rausgeht, ne, und die ganze Zeit nur miau, miau, miau hört, ne, dann da geht. Ne? Ey, jetzt sehe ich den Stuhl nicht mehr. Hier für dich. Skywinger, hast du gerade gesagt, ich bin dick oder was? Ja, dass ich hier den Stuhl verdecke? So, also, auf geht's hier an Position Nummer 5. Weintiger jetzt mächtig unter Druck. Und da gucken wir ganz kurz noch. Weintiger hier. Ja, Tacken. Also eigentlich auf der gleichen Strategie unterwegs, aber ein Tacken weniger an Material. Also da dürfte auf jeden Fall eine Runde bzw. zwei auf jeden Fall unterwegs sein. Bierturbo schon wieder? Das ist tatsächlich schon das dritte Mal, dass ich das jetzt von dir lese. So, Bierturbo, du, ne? Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. So, Bobby, Bobby, aufpassen. Haben Sie notiert, bevor wir wieder zurückspringen? Beziehungsweise einmal den kompletten Durchlauf machen. Also 40 Minuten sind noch zu absolvieren. Und hier haben wir den Nacho im Moment an Position Nummer 14. Dann haben wir Position Nummer 13, den Mickey Finn. Slotter und Terrorzwerg an Position Nummer 12 und an Position Nummer 11. Hier der Terrorzwerg eingeblendet an Position Nummer 11. So, dann Position Nummer 10. Sonst hätte er gesagt, du brauchst zwei Stühle. Ja, das wäre auch eine Option gewesen. So, also, RCK ist ja nur Späßchen. Ne? Ist ja nur Späßchen. Das war nicht ernst gemeint hier, ne? So. Ich weiß, dass ich maximal korpulent bin. Doch, also.
Dann haben wir Position Nummer 10, hier den Ralf, also RCK an Position Nummer 10, weiter dran an Magnum und die beiden. Also wenn die beiden hinterher nicht sagen, dass die ein geiles Rennen hatten, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Du bist die ganze Zeit, eine Stunde 20 Minuten, ja, eine Stunde 20 Minuten fährst du einfach unterhalb einer Sekunde, ja. Das ist genau das, was du als Rennfahrer haben möchtest. Und da ist es erstmal zweitrangig, an welchem Platz. Natürlich ist ein Fight um Position Nummer 1 noch was anderes, ja. Aber geht, ne? Korpulent und kompetent. Ja, der zweite nur am Benny. So, dann haben wir den Mojo an Position Nummer 7 mit Racing Gamer hier an Position Nummer 6. Dann haben wir Quarz an Position Nummer 5. Auch die machen mir heute extrem viel Spaß, die drei. Also die lassen auf jeden Fall ordentlich fliegen. Während Eiffelblitz jetzt hier Richtung Box unterwegs ist, Quarz ist drin und auch unser Gesamtführender, der Neue. Also auch da geht's Richtung Box. Wir haben natürlich den Neuen jetzt schon wieder auf der Strecke zurück. Ich trinke jetzt erstmal eine Buttermilch. Ja, Bier-Turbo, mach das. Obst kann Spuren von Fleisch enthalten. Ja, dann ist in Ordnung. Da geht's. So, also der Neue wieder auf Position Nummer 1 rausgekommen und wir sehen es natürlich. 5,8 Sekunden hier der Abstand zum Kollegen Hinsbeck Fighter an Position Nummer 2. Der muss aber natürlich nochmal Richtung Box unterwegs sein, gleich genauso wie der Kollege Weintiger, während Eiffelblitz schon an der Box war. Also Sophie hat sich schon mal neue Schlappen geholt, hat nochmal eine Pfütze nachgetankt und ist jetzt hier unterwegs an Position Nummer 4. Boxenstopp bereinigt, das Ganze natürlich an Position Nummer 2. 22,5 Sekunden ist der Abstand zum Gesamtführen. Eine alkoholische Buttermilch, ja. Ja, zum Wohle, ne? So, aber sehr, sehr geiler Stint bis hierhin. So, Hinsbeck Fighter jetzt rein und Weintiger ist drin. Bleiben wir drauf auf Eiffelblitz. Kann natürlich dran vorbeigehen. Hat sie getanzt? Habe ich es verpasst? Ja, hast du verpasst, Mario. Musst du nochmal zurückspulen, ja? Haben sie nach ihrem Date mit dem Klo die Hände gewaschen? Ja, natürlich, Union-Fan. Natürlich. Und dreimal draufgespuckt, damit ich Glückwünsche an den, natürlich an die Teams ausrichten kann. Ist doch klar. Natürlich, immer in der Reihenfolge. Was hier? Ganz kurz nochmal in die Hände geguckt. Ja, ist alles in Ordnung, danke. Das ist ja gar kein Kaffee mehr. Das ist korrekt, Bierturbo. Wir haben nach 16 Uhr und eins oder zwei darf ich auf jeden Fall trinken, während Sarah Hallöchen schreibt. Hallöchen, Esra. Herzlich willkommen, die nächste Moderatorin im Chat. Eiffelblitz an Position Nummer 2. Wir haben es natürlich gesehen. 15,9 Sekunden macht das Ganze aus. Position Nummer 3, Hinsbeck Fighter. Da haben wir einen halbvollen Tank. 36 Minuten dürfte sich damit normalerweise ausgehen. Dann haben wir den Weintiger an Position Nummer 4. Auch hier der knapp über halbvolle Tank natürlich schon mal zu verbuchen für den Kollegen von den Speedbots. So, Batteriezustand ist zu schwach. Jawohl, schön, dass er das einblendet, das PlayStation 5. Dann legen wir den mal zur Seite, ja? Ganz kurz. So, also. Controller lädt wieder. Jetzt mal im Ernst, ich habe mit dem Controller nichts gemacht. Ich habe den doch nur hier liegen gehabt. Alles andere läuft so über der Tastatur. Und da ist der schon wieder alle. Okay, mein Statement zum Akkustand der PlayStation 5 Controller. Kurz. Ja, also auf jeden Fall. Naja, vielleicht sollte ich mal einen zweiten kaufen. Also Hase, vielleicht zu meinem Twitch-Geburtstag wäre vielleicht ein zweiter Controller ganz nett. Kein Bier vor 4 gilt fürs Alter, nicht für die Uhrzeit. Ja, dann geht's. Dann geht's. Bei mir ist eine 4 drin. Wunderbar. Habe ich ja zum Glück, habe ich ja Glück gehabt. So, Quad hier mit dem Kollegen Racing Gamer an Position Nummer 5 und Position Nummer 6 unterwegs. Quarz hat extrem viel getankt. Ja? Ich habe so viele Punkte, ich hebe jetzt alles hervor.
Wir Turbo, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ganze Zeit schon nicht. Letzten anderthalb Stunden noch nie einen Hasen angesprochen. So, Racing Gamer gegen Quarz. 0,7 Sekunden hier der Abstand. Quarz gerade außer Box, aber ich glaube, eine Pfütze zu viel getankt. Eine Pfütze zu viel getankt, dadurch natürlich der Abstand Richtung Racing Gamer Unterschied. Mittlerweile bei 59,7.000. Ja, okay. Müssen für B-Turbo einen Bier-Counter einbauen. Union-Fan, du musst einfach nur mal Ausrufezeichen Bier in den Chat schreiben, dann weißt du, was hier los ist. So, also, Racing Gamer an Position Nummer 6. Wir gucken mal, wie sieht's aus beim Mojo. Mojo mit 9,2 Sekunden. 9,2 Sekunden hier der Abstand zu Position Nummer 6. Dann haben wir natürlich 24,7 Sekunden Richtung Trebor. Trebor an Position Nummer 8 hier unterwegs für VML. 5,2 Sekunden der Abstand. Auch da dürften wir normalerweise 25 Runden haben wir auf jeden Fall noch so gut zu gehen. Trebor dürften wir nochmal an der Box sehen. Gucken wir uns gleich natürlich nochmal an. Also da dürfte vielleicht eine Pfütze zu wenig mit dabei sein. Hier beim Trebor an Position Nummer 8. So, dann haben wir Position Nummer 9. Der Magnum, der kann auf jeden Fall durchhalten. Der ist natürlich hier mit dem Kollegen Ralf unterwegs. Und der Terrorzwerg an Position Nummer 11. Also lasst auf jeden Fall fliegen. Und ja, da geht auf jeden Fall einiges. Also Terrorzwerg hier mit Slotter unterwegs. Hat 0,9 Sekunden den Abstand. Und natürlich hier auch zwischen Ralf und Magnum. Der nächste Fight zwischen Position Nummer 9 und 10. Rebor zaubert. Hashtag wir sind VML. Ja, so muss das sein. Alle machen, ist jetzt albern. Ja, war vorher schon albern. Ich überlese tatsächlich auch hervorgerufene Nachrichten. Also deswegen geht's. Weißt du? Alle rätseln, was der Trebor vorhat. Ja, keine Ahnung, Wobby. Keine Ahnung, was er vorhat, der Trebor. Im Moment an Position Nummer 8 unterwegs. Entweder dreht er jetzt quasi den Benzinhahn sowas von zu, dass der hier tatsächlich noch durchkommt. Oder der holt sich noch mal super weiche Reifen. Auch das ist natürlich möglich. Von uns weiß es auch keiner. Okay, lassen wir den Trebor einfach alleine machen. Bestellen ihm natürlich schöne Grüße von hier aus. Und drücken ihm die Daumen, dass auf jeden Fall sein Gedanke hier zum Erfolg führt. Drücken wir ihm die Daumen. Mehr können wir nicht machen. Ganz am Ende ist es seine Entscheidung. Maxi King, willkommen zurück. Guten Morgen. Bist du eingeschlafen oder was? Habe ich dich in Schlaf gequatscht? Der nächste, den ich in den Schlaf gequatscht habe, hat bei Sophie übrigens auch schon mal funktioniert. So, Maxi King, werden wir heute noch im Auto sehen, ne? Das ist korrekt, ne? Werden wir dich heute noch im Auto sehen? Wir gucken mal ganz kurz eben. Nö. Also, nochmal eingesprungen. Wie sieht's denn aus? Nö. Moment mal, ist das der Magnum? Ja, wir haben einen Magnum und wir werden ihn einsetzen. Ja, jetzt? Okay, da gab es eine Änderung bei den Kollegen von Losty Racing. Also der Bruno nicht dabei, dafür dann der Maxi King. Das ist korrekt, ja? Ich muss jetzt immer sagen, guten Morgen, Mittag oder Abend. Warum? Ich sagte auch guten Morgen, also morgens sage ich auch guten Abend. Ja? Das kann ich mir hier rausnehmen, wie ich möchte, weil das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Stream, da kann ich sagen, was ich will. Oh, sehr geil, ey. Amigan, dankeschön für deinen Host und herzlich willkommen zurück in der Runde. Schaut's euch an. Den Dreikampf, da braucht man wirklich nichts zu sagen. Der Ralf hier im Sandwich gegen Magnum und Terrorzwerg und holla die Waldfee. Wenn du da gerade fährst und du weißt ganz genau, 100 Leute gucken dir zu und du hast noch 30 Minuten vor der Brust, dann weißt du, die Anspannung ist da. Ja? Die Anspannung ist auf jeden Fall da. Ich darf nur anderthalb Stunden fahren, den 5 wurde gekürzt. Ja, genau, kollektiv, genau. Haben wir uns gerade natürlich auch von Hayabusa erklären lassen. Also die Information hatte ich noch nicht gelesen. Hatte mich darum gekümmert, dass um 16.30 Uhr der Stream startet und so weiter. Die Informationen sind natürlich alle bei mir angekommen. Und ja, was willst du machen, ne? Mutz Audi, was ist denn da los? Gabo Mettner wird erstmal hier mit Herzchen überschüttet. Genau so muss das sein, Amigan. Genau so muss das sein. Aloha. Na moin, das passt immer. Ja, genau. Ich darf nur nicht moin moin sagen, das ist Geschwafel. Ne?
McDiesel great again. Genau, B-Turbo. Welche Autos auf Bratwurst? Gruppe 3. Gruppe 3, Maxi King. Wir werden Gruppe 3 einsetzen und werden auch auf jeden Fall mit Gruppe 3 fahren. Nein, ich habe vorher vorgeben vergessen. Oh Mann, ey. Ich sag es nicht. So, Drehbohr jetzt in eine Box. Ja, da müssen wir gucken. Jetzt holt er sich nochmal eine Pfütze. Ja, genau so ist es. Er holt sich nochmal eine Pfütze, hat sich gedacht, weißt du was, können wir doch nochmal ein bisschen was nachlegen. Also hat nicht ganz geklappt und er kommt an Position Nummer 10. Sollte er eigentlich auch wieder rauskommen, gar keine Frage. Hat er genug Luft gehabt, aber 20,5 Sekunden jetzt natürlich verloren auf den Ralf, der an Position Nummer 9 unterwegs ist. Und ja, der lässt natürlich weiterhin fliegen hier an Position Nummer 9. Die Überrundung hat gerade stattgefunden vom Kollegen von Dead Bulls Racing. Der ist gerade überrundet worden von dem Kollegen Ralf hier und natürlich vom Magnum an Position Nummer 8 liegend hier. So, jetzt zaubert er. Ja, Bobby, da sind wir mal gespannt, was er uns hinterher auf jeden Fall sagen wird, was da die Intention war. Kannst uns natürlich gerne auf dem Laufenden halten. Aber Position Nummer 10, alles gut, so muss er sein. Saug dich ran da, Trevor! Ja, so weit sind wir noch nicht, Klatschowino. So weit sind wir noch nicht, dass er sich hier ansaugen könnte. Da fehlen noch gute 20 Sekunden. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, er wird da nochmal ein bisschen Gas geben können. Mit dem besseren Material natürlich. Und Ocelot, Dankeschön für deinen Follow. Dankeschön. Also Magnum an Position Nummer 8 weiter unterwegs. Und der Ralf weiter im Nacken. Bin so viele Rennen gegen den gefahren und hab's bis heute nicht geblickt. Der macht so komische Dinger. Ja, okay. Bobby, dann würde ich sagen, gib uns keine Informationen, weil wenn du schon nicht durchblickst, warum sollen wir es dann tun? Ja, sehr geil auf jeden Fall. Magnum darf natürlich hier für GTRP an Position Nummer 8 wertvolle Zeit einfahren gegen die Kontrahenten hinter sich. Gar keine Frage. Und auch der Ralf hat natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Wie sieht's denn aus? 20,4 Sekunden? Okay, da habe ich gedacht, okay, no, da geht vielleicht nochmal was unter 20 Sekunden. Also, Trebor, lass auf jeden Fall fliegen. Wir machen den Schnelldurchlauf. Nacho im Moment an Position Nummer 14. Sprit, Boxenstopp, hast du nicht gesehen. Alles erledigt. Wunderbar. So, dann haben wir den Mickey Finn an Position Nummer 13. Hier unterwegs mit 23 Sekunden Abstand Richtung Slotter. Slotter an Position Nummer 12 und der ist dran am Terrorzwerg. Also komm, bleiben wir drauf, beziehungsweise gehen wir rein beim Kollegen Slotter an Position Nummer 12. Also Slotter, zeig uns, was du kannst für die Jungs von Roadrunner. Also, auf geht's. Wie ist es denn ausgegangen, Union-Fan? Das Schönste am Rebellion ist, wenn er brennt. Worüber spricht ihr gerade? Warum kenne ich das nicht? Kann mich mal jemand aufklären? So, Slaughter hier an Position Nummer 12 liegend Richtung Terrorzwerg. 26 Minuten sind natürlich noch zu absolvieren. So, 26 Minuten, also roundabout, 20 Runden. 20 Runden werden wir noch haben, im letzten Stint haben wir auch so, wie im Auge 90, haben wir auf jeden Fall geschafft. 0,2 Sekunden ist hier der Abstand Richtung Terrorzwerg. Also Position Nummer 12 Richtung Terrorzwerg, Position Nummer 11. So, raus hier aus dem Hobel. Rüber zum Kollegen Terrorzwerg an Position Nummer 11 liegend. So, auch hier bleiben wir natürlich verweilen einen Moment. Gucken wir mal, ob hier Slotter die Attacke fahren kann. Ansonsten machen wir natürlich den Schnelldurchlauf weiter nach vorne. Gucken uns die Abstände an hier in den Top 10.
In den Top 10 haben wir natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden und den ein oder anderen Fight natürlich mit dabei. Insbesondere hier um Position Nummer 9, 8 und 7 dürfte das, glaube ich, sein. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitzureden. Auch noch ein Dreikampf natürlich hier beim Weintiger, der im Moment auf Position Nummer 3 unterwegs ist. So, also, Terrorzwerg kann sich weiter behaupten. Abstände bleiben erstmal gleich. Wir gehen zu Trebo an Position Nummer 10. Magnum an Position Nummer 9. Der ist weiterhin hier mit dem Ralf unterwegs. Mojo kommt jetzt gerade genau in dem Moment aus der Box. Also, Mojo kommt aus der Box. Wie sieht's denn aus beim Kollegen Ralf? Also, kann er sich hier dran vorbeiziehen? Kann er Mojo dran vorbeiziehen? Jetzt beim Rausbeschleunigen? Wie groß ist da der Abstand? Okay, der ist ja auch hier schon hier. Heidi Witzke, Kapitän, ist natürlich, geht was, ja? Also, da ist er auf jeden Fall schon mal unterwegs. Position Nummer 7. So, Trebo hat 2 Sekunden aufgeholt. Wann ist 12 Stunden Bad Hörst Event, also Renntag? Der ist am 4.7. Renntag ist 10.7. Ach komm, mach die Einblendung nochmal hier. Ich kann mir auch einfach nichts merken. Der alte Mann und das gesiebte Gehirn. Ja? Ja, da ist es. 4.7. ist Quali. 10.7. ist das Rennen. 12 Stunden auf Bad Hörs. Und Felix Semtex, Dankeschön für dein verschenktes Abo. Recht herzlichen Dank an das verschenkte Abo an Papa Joe. Dankeschön. Und natürlich Bombi und André, Dankeschön für eure Follows. Recht herzlichen Dank. So, also Mojo an Position Nummer 7, da waren wir gerade stehen geblieben. Dann haben wir den Quarz an Position Nummer 6, 12 Sekunden. Okay, also machen wir 12 Sekunden hier an Position Nummer 5, hier der Unterschied. Racing Gamer ist an Hinsbeck Fighter dran an Position Nummer 4. Dann haben wir Position Nummer 3, der Weintiger Eifelblitz mit mittlerweile 21,3 Sekunden. 21,4 Sekunden werden gerade eingeblendet. Abstand und 27,5 Sekunden Abstand vom 9 zu Eifelblitz zu Sophie. Also holla die Waldfee und wir gehen natürlich direkt wieder rein in den Dreikampf. In den Dreikampf Weintiger vor Hinsbeck Fighter vor Racing Gamer. Sieht's denn aus beim Quarz? Also 12,2 Sekunden, da nochmal die Box auf jeden Fall angefahren. Deswegen musste er sich da nochmal rausnehmen. Aber Hinsbeck weiter mit Weintiger und Racing Gamer sollten hier natürlich auch durchfahren können. Purple Zeit bei Hinsbeck Fighter. Also Purple. Purple Zeit bei Hinsbeck und deswegen wird der Abstand natürlich auch Richtung Weintiger immer kleiner. So, Pavel, da haben wir schon mal deine Informationen Richtung Hinsbeck Fighter. Manem gerne doch. Pavel, der ist Vierter. Okay, alles gut. Alzheimer Racing wäre das perfekte Team für dich, CT. Natürlich. Natürlich, Union-Fan. Natürlich. Vielleicht fahren wir auch beim Geburtstagsevent mit CT featuring NRT. Ja, also das haben wir ins Leben gerufen einmalig und da werden wir auf jeden Fall das Event mitfahren. Das Ganze natürlich dann am 13.06. natürlich ganz, ganz schick natürlich hier auf dem Kanal und am 19.06. das Ganze dann mit dem 8-Stunden-Rennen versehen. Und Semtex, Dankeschön für dein nächstes verschenktes Abo an den Tommy. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Ja, sehr geil. Danke. So, also, gucken wir mal. Ja, wie sieht's aus? Hinsbeck Fighter mit Weintiger. So, 0,6 Sekunden. Komm, Hinsbeck Fighter. Jetzt muss er aber rechts ist Gas. Jetzt muss er natürlich hier erstmal paddle to the metal. Also, auf geht's. Ja? Wir wollen was sehen. Wir warten hier. Ja? Wir warten ganz kurz, Hinsbeck Fighter. Wir wollen natürlich sehen, wie du das Liqui-Moly-Team einen Platz nach vorne bringst. Oder Weintiger sich hier natürlich extrem gut verteidigt. Der Kollege unterwegs für die Jungs von NLR Speedbots. Also, auf geht's. Zaubertrebor schon? Clutcherino, ich habe bis jetzt noch keinen Zauberspruch gesehen, aber wir können gerne mal gucken. An Position Nummer 10 sollte Trebor sein. Oh, über 3 Sekunden hat er gut gemacht Richtung Magnum. Jetzt haben wir natürlich noch 20 Minuten. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr gezaubert werden, dass er hier weiter nach vorne kann. Aber natürlich den Abstand kleiner machen Richtung GTRP ist natürlich auch wichtig für die Gesamtwertung. Also, gib Gas, Feuer frei. Und wir gehen weiter zu Position Nummer 5. Also, Racing Gamer ist dran. Wir gehen rein. Also, ab rein bei NRC, bei Narcotic Racing Club. Hier pilotiert der Racing Gamer. Muss doch mal Küche aufräumen. Dann würde ich sagen, viel Erfolg dabei.
Gerne doch, gerne doch. Kleinigkeiten erfüllen wir zwischendurch doch immer mal. Marv, danke schön. Recht herzlichen Dank. Robotsko liegt Molly angespannter Bizeps. Also, GoBots, Go Liquid Molly, natürlich die beiden, ja, sehr eng beieinander liegenden Teams. Hier im Moment der Kollege für die Speedbots unterwegs, der Weintiger. Und dann haben wir natürlich auch den Kollegen Hinsbackfighter für Liquid Molly Racing Team. Also Position Nummer 3 und Position Nummer 4 für die beiden, die wir jetzt gerade hier natürlich im Bild sehen. In der Cockpit, oder besser gesagt aus der Cockpit-Perspektive von Racing Gamer hier an Position Nummer 5 liegend. Also nehmen wir gerne noch Startziel. Komm, wir nehmen noch, Start und Ziel. Nehmen wir mit hier in der Cockpit-Perspektive. Schaut es euch an, wenn der LMP1 hier ordentlich Gas gibt. Und rechts ist Gas, hat auf jeden Fall eine andere Bedeutung. Da geht es auf jeden Fall über die 300. Anbremsphase. Und wir gehen wieder raus in die TV-Kamera. Hier haben wir den Racing Gamer, der ist dran. Und diesen Dreikampf, ich finde ihn einfach extrem geil. Also, den Dreikampf nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Genauso wie den Fight hier um Position Nummer, wo ist es denn hier? Sehr geehrte Damen und Herren, CT bitte, wo ist der? Dankeschön, Trebor. Wir haben einen Slotter. Doch, da ist doch gerade. Ja, grüezi Gott hier. Was ist denn hier los hier? Also, Weintiger, Hinsbackfighter mit Racing Gamer. Das ist der Dreikampf. Aber was ist denn da oben los? Da muss die Überrundung stattfinden auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus beim Quarz? Okay, da ist auch genug Abstand. Wie sieht es aus beim Mojo? So, die drei Autos oben kann ich auf jeden Fall erstmal einfach nicht anwählen. Sehr schön. Zumindest weiß ich nicht, wer es ist. Jetzt gerade über Start und Ziel gegangen. Wir gucken mal ganz kurz. Also, da sind die Überrundungen natürlich im Gange. 22,9 Sekunden. Hier der Abstand bei Eifelblitz. So, wen haben wir ganz kurz dahinter? Das dürfte dann hier auf Start und Ziel der Weintiger sein an Position Nummer 3. Danke von der Depp für den tollen Stream. Lief gar nicht bei mir heute Morgen. Ja, also ich fand extrem geil, dass Adept durchgefahren ist, ja. Also das, so muss das natürlich sein, ja. Und deswegen auch Lobeszüge gibt es hier immer, wenn man durchfährt, ja. Ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendjemand, der Rage quit, oder? So nach dem, oh, ne, so mi, also was er vorhin gerade mit der Uschi gemacht hat, oh, ich bin in eine Mauer gefahren, ja. So, nee, da gehe ich jetzt nach Hause, da gehe ich jetzt. Nee, macht keiner, ja? Oder beziehungsweise sollte keiner machen. Und ja, finde ich extrem gut. Natürlich Instant Nummer 1 komplett durchgefahren. Und ihr kennt's, ich mag das total, bei der roten Laterne auch mitzufahren. Die Zeit im Stream gehört jedem, ja? Deswegen sind wir natürlich hier auch zwischendurch immer am Rumspringen. Und jeder soll seine Zeit im Stream natürlich auch bekommen. Und ganz am Ende, ist es auch egal, auf welcher Position wir uns gerade befinden. Natürlich, die Fights nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wie zum Beispiel hier vom Weintiger mit dem Hinsbackfighter hier im Schlepptau. Und natürlich auch einen Racing Gamer. Ja, das wollen wir natürlich alle sehen. Wir sind alle Motorsport verrückt. Und ja, ich muss einfach sagen, es gehört einfach dazu. Ja, es gehört einfach dazu. Dass man bis zum Ende fährt. Haben Sie aktualisiert, Herr CT? Nein, habe ich nicht. Ich habe doch keine Information bekommen hier. Oder natürlich charmant überlesen, Herr Leo. Das ist definitiv möglich. Also, wir aktualisieren das Ganze natürlich jetzt mit den Abständen hier roundabout 15 Minuten vorm Ende des Rennens. So, wer war das gerade? Wer warst du? 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 Ich konnte so schnell nicht drauf gucken. Ich musste ganz kurz aktualisieren. So, Trebor war es nicht. Magnum war es auch nicht. Also, RCK war es auch nicht. Mojo war es ebenfalls nicht. Es könnte der Weintiger gewesen sein. Position Nummer 5. Also, da haben wir den Weintiger. Dankeschön für die Information. So,
Und natürlich, der kleine Zitti hat es gesehen, hatte drauf gedrückt. Gucken wir uns natürlich in der Wiederholung an. Also Weintiger hier an Position Nummer 3. Dankeschön euch drei. Also Weintiger hier an Position Nummer 3. Was ist passiert? Wir sind im Replay unterwegs. Gleiche Mauer habe ich auch erwischt. Gucken wir uns an. Und genau in dem Moment Motorschaden beim Weintiger. Also, das hat gereicht. Motorschaden beim Weintiger. Und er natürlich hier jetzt Richtung Box unterwegs, beziehungsweise gerade eben Richtung Crew. Ja, guck mal, da habt ihr gesehen, der ist rausgelaufen, der ist da rausgestampft, ist der, hat er gesagt, nee, kannst du doch nicht machen, so kurz vorm Ende, Weintiger. Doch, hat er gemacht und die Crew ist auf jeden Fall ein bisschen sauer beim Kollegen, von den Kollegen Speedbots. 1:1 wie ich, okay. Dein Unfall habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass du einen Motorschaden hattest. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber genau das Gleiche. Also hast du hier quasi nochmal dein Replay hier in Form von Weintiger an Position Nummer 7. Während der... Okay, 5,6 Sekunden nach vorne. 13,6 Sekunden ist hier der Unterschied. Tommy, hallöchen. Und NRC GT Sins, hallöchen, wunderschönen guten Abend, guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen hier in der Runde. So, Weintiger an Position Nummer 7. Wir haben es natürlich gerade eben gesehen. Tommy, hallöchen, du wurdest reichlich beschenkt von Semtex. Genau so ist es. Und schwuppdiwupp kommt der Tommy natürlich direkt mal rein und sagt Dankeschön. So muss das sein, ja? Also ich finde es extrem cool, wie hier miteinander umgegangen wird. Und das schon auch die letzten anderthalb Jahre, seitdem ich... also ja, anderthalb habe ich noch nicht, aber knapp unter anderthalb Jahre, die ich bei Gran Turismo Sport kommentiere. Schade, er ist ein Top-Rennen gefahren. Ja, das auf jeden Fall. Weintiger hat hier ordentlich fliegen lassen, gar keine Frage. Braucht sich aber auch hinter Platz 7 nicht zu verstecken. Auch das ist gar kein Thema. War natürlich auf gutem Kurs unterwegs Richtung Podium hier mit Hinspec Fighter und Racing Gamer, die immer noch eine halbe Sekunde auseinander sind. Also Hinspec Fighter und Racing Gamer hier weiter um Position Nummer 3. Also das Podium wird hier genau ausgefahren, während natürlich Eifelblitz und auch der neue jetzt gerade Runde 82 beginnen. Also Runde 82 ist begonnen hier bei den Strategen an Position Nummer 1 und 2. Und wir haben natürlich die letzten Meter von Hinspec Fighter und Racing Gamer jetzt Richtung, Richtung 82. Runde. 12 Minuten sind noch zu absolvieren und ich bin gespannt, wer hier die Nase ganz am Ende vorne haben wird. Hinspec Fighter, Position Nummer 3 oder der Kollege Racing Gamer an Position Nummer 4. Beide mit dem gleichen Material unterwegs, auch sprittechnisch. Hinspec Fighter hat eine Pfütze mehr mit dabei, aber auch beim Kollegen Racing Gamer sollte das Ganze jetzt bis zum Ende des Rennens auf jeden Fall ausreichen. So, wie sieht es denn bei unserem kanadischen Kollegen aus? Also 19,8 Sekunden hier der Abstand an Position Nummer 4 und zu Mojo 14,3. Laba, hallöchen. Habe ich schon Hallo gesagt? Ah, ich weiß es nicht. Also, aber doppelt hält besser. Hallöchen, Flabber. Herzlich willkommen. Wunderschönen Abend und so. Er ist wahrscheinlich hier schon, wahrscheinlich schon 8 Stunden mit dabei. Und ich habe es einfach nur verpeilt. Also, egal in welcher Richtung. Wie die Pinguine, einfach winken und grinsen. Funktioniert. So, puh, Glück gehabt. So. Also, Weintiger ist jetzt Richtung Box unterwegs. Also, der Motor... Bin ich gerade schon draußen? Nee, okay. Also, hier dann der Weintiger mit dem Motorschaden. Der hat sich doch schon neues... Das ist der zweite Motorschaden. Also, der zweite Motorschaden bei Weintiger. Also, Position Nummer 10. Also, Weintiger hier mit dem nächsten Motorschaden. Also, ja, ihr kennt selber für diejenigen, die fahren. Weißt du, da hast du das Messer zwischen den Zähne. Da hast du das Messer zwischen den Zähne, sagst, jetzt muss ich besonders gut machen. Jetzt muss ich wirklich besonders gut machen nach dem Motorschaden. Ich will natürlich gerne auf Position Nummer 7 bleiben. Und dann haust du das Ding einfach nochmal weg, weil du es überpaced.
Ja, wir haben es jetzt nicht gesehen, wie es entstanden ist. Also ich weiß nicht, ob er überpaced hat oder ähnliches oder wie auch immer. Keine Mutmaßung da natürlich in die Richtung oder ob es irgendwo einfach nur ein Fehler ganz kurz mal um Rasen gewesen ist. Aber tatsächlich, das hast du häufiger. Ja, also ich habe mir auch schon mal zwei Motorschäden abgeholt. Jawohl, habe ich. Ja, ne, da hast du einfach auch irgendwie keinen Einfluss. Und sehr schade natürlich hier für den Weintiger von den Kollegen, von den Speedbots. So, da wird gleich Eddie Falke übernehmen in Stint Nummer 5. Selber wie beim Ernst. Ach, schade. Ah. Ja, seit Start. Aber das kannst du nicht. Das hättest du mir privat schreiben können, ja? Dass ich dich die ganze Zeit ignoriert habe. Seit 9 Stunden vielleicht. Aber ist ja ein neuer Stream, deswegen sage ich herzlich willkommen zurück. Oh, holla, die Waldfee. So, also, Weintiger auf Position Nummer 10 hier unterwegs. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ja, was willst du machen? Dankeschön für 100 Bits. So, dann haben wir Position Nummer 4. Der Racing Gamer ist dran an Hinsbeck Fighter. Weiter geht's hier um Position Nummer 3. Dankeschön für 100 Bits, Flabber. Sehr geil. Ich habe die letzte halbe Stunde auch so es gehabt, nochmal zu verkacken. Ja, das ist tatsächlich so. Ja? Das ist einfach, du bist genau in dem Fokus, bist wirklich die ganze Zeit drin, Anbremsphase, Gas geben, Halbgas, bla bla bla, so wie du deine Runde halt fährst. Und dann passiert der Motorschaden, weil irgendwo der Ablauf nicht gepasst hat. Dann schlägst du ein, was wir natürlich gerade gesehen haben vom Kollegen Weintiger. So, dann weißt du natürlich auch das, was gesehen haben. So, ne? Und dann sagst du, weißt du was, jetzt nächste Mal, wenn der dabei ist, dann, ne, dann müssen wir natürlich hier ordentlich fahren, dann will ich fürs Team ordentlich unterwegs sein. Und dann passiert dir das. Ja? Eine kleine Unachtsamkeit und schwuppdiwupp ist der zweite Motorschaden da. Natürlich sehr, sehr ärgerlich hier für den Weintiger. Drücken wir natürlich die Daumen, dass es jetzt fehlerfrei auf jeden Fall vonstatten geht. So, während wir Racing Gamer natürlich hier weiterhin mit Hinsbeck weitersehen an Position Nummer 4, dann haben wir den Kollegen Quarz TV an Position Nummer 5, Mojo an Position Nummer 6, dann haben wir den Ralf an Position Nummer 7 hier unterwegs, Magnum an Position Nummer 8, also da erstmal der Abstand 1,2 Sekunden. Dann haben wir den Trebor mittlerweile nur noch mit 12,4 Sekunden. Und Skytonk an, Dankeschön für deinen Follow, recht herzlichen Dank. Also 12,2 Sekunden, er robbt sich langsam ran. 8 Sekunden hat er mittlerweile aufgeholt. Wir waren bei 20,4 oder sowas. 8,4 Sekunden hat er auf jeden Fall aufgeholt und es geht weiter runter. Da waren wir allerdings so in, ja, 26 Minuten. Dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall noch ein bisschen Abstand. Trebor Richtung Magnum an Position 8 und 9. So, dann haben wir Position Nummer 10, der Weintiger. Unser, ja, Pechvogel hier, ganz klar. Position Nummer 10. Dann haben wir den Slotter an Position Nummer 11 hier unterwegs. Mickey Finn an Position Nummer 12. Terrorzwerg an 13. Und der Nacho im Moment an Position Nummer 14. Und ich würde sagen, Ehre dem Ehre gebührt. Den wir am wenigsten heute gesehen haben, das ist nämlich der Kollege. Also, der Neue an Position Nummer 1. Auf geht's. Rechts ist Gas. Zeig uns mal eine ordentliche Runde. Die Runde nehmen wir mit. Gönnen wir uns auf jeden Fall den Führenden mit 31,3 Sekunden Vorsprung hier auf Interlagos. 1:17.484, seine persönliche Bestzeit. Und im letzten Umlauf hat er auf jeden Fall eine 1:17.861 präsentiert. Natürlich aufgrund des Reifens werden wir keine neue Bestzeit sehen, gar keine Frage, aber Ehre dem Ehre gebührt. Wir gönnen uns 6,5 Minuten vorher den Führenden, der Neue von den Monkey Boys Racing, von MBR. Also, auf geht's! So, einmal aus dem Rhythmus, dann dauert es wieder, bis es passt. Da wird der Kopf zum größten Gegner. Ja, genau, so ist es. Da bist du, also egal was du machst, da kannst du... Kannst die beste Ablenkung haben, die dir lieb ist. Ganz am Ende guckst du wieder auf deinen Monitor, Bildschirm, Beamer, keine Ahnung, je nachdem, wo man gerade fährt. Du guckst da drauf, denkst dir, hier waren wir doch gerade schon.
Und schwuppdiwupp ist auch der Gedanke wieder da. Ja, also das habe ich schon so häufig mitgemacht. Ich glaube, es kennt einfach jeder. Ja, wenn du einen Fehler gebaut hast, ne? Also wenn du ja wenigstens noch einen Unfall hattest, kannst du ja wenigstens noch auf den anderen schieben. Ne? Auch wenn du selber schuld warst, kannst du einfach auf den anderen schieben und sagen, guck mal, was hat denn der da gemacht? So, da bringt dich zumindest schon mal über die nächsten 3 Minuten, bis du nicht mehr dran denkst und wieder in deinem Rhythmus bist. Wenn du aber auf einmal plötzlich unerwartet rechts auf die Seite kommst und fliegst ab, dann weißt du ja genau, so viel laufen, ne? So, und dann muss er natürlich erstmal den Kopf wieder freikriegen, da hast du auf jeden Fall recht. Gerade dann, wenn man wieder da vorbeikommt und man vorsichtig fährt, passiert es meistens wieder. Ja, wir haben es ja gehört, zweimal hintereinander, ging ja rucksflux. Ich habe erst gedacht, der wäre noch nicht an der Box, aber klar, haben wir natürlich alle schon gesehen. So, und der Neue ist natürlich hier weiter unterwegs. Also, Ehre dem Ehre gebührt. MBR an Position Nummer 1, Instinct Nummer 4. Und da sehen wir natürlich auch nochmal alles dementsprechend eingeblendet. Also, Liquimolli, Team 49, Limitless und CFX Motorsport im Moment das Podium. Die Jungs sind hier an 1, 2 und 3 unterwegs. So, dann haben wir Position Nummer 4 mit Narcotic Racing Club. An Position Nummer 5 ist Monkey Boy Racing und das nur noch mit 7,9 Sekunden Abstand. So, und das wird natürlich hier auch immer mehr. Leon, kriegen wir noch eine Aktualisierung oder wird das erst im nächsten Stint gemacht? Leon, danke schön für die Information ganz kurz in den Chat. So, dann haben wir natürlich hier Position Nummer 8 bis Position Nummer 11. Auch da sehr, sehr knapp natürlich, was die Jungs von GTRP da reißen um Position Nummer 8. Erst nächster Stint. Dankeschön, Leon. Dankeschön. Und dann natürlich auch Position Nummer 12, VML, The Endurance Group an 13 und Dead Bulls an Position Nummer 14. So, so sieht es im Moment aus. Und ich würde sagen, wir gehen zum Kollegen Racing Gamer. Der ist mittlerweile an Position Nummer 3. Er ist dran vorbei an dem Kollegen Hinsbeck Fighter. Letzten 3 Runden sind zu absolvieren. 3 Runden werden wir noch sehen hier bei den Kollegen von Liquimolli und natürlich von dem Kollegen Racing Gamer, der für die Kollegen von Narcotic Racing Club unterwegs ist. Also 3 und 4 Racing Gamer und Hinsbeck Fighter. So, und das finde ich alleine schön. Da sagst du ganz kurz Frage, Antwort. Dankeschön, Leon. Ja, sehr geil, sehr geil. Muss ich wirklich sagen, macht wirklich Spaß, auch hier mit der kompletten Crew zusammenzuarbeiten. Also natürlich auch danke da in alle Richtungen. Also ob es die Organisation ist, ob es die beiden anderen Streamer sind, Rob und Pribbe. Also macht wirklich Spaß. Einfach nur eine riesen Gaudi hier, das Event natürlich mitzumachen. So, gleich gehen wir dann zum Kollegen Rob. Der wird uns den nächsten Stint auf jeden Fall präsentieren. Und natürlich dann haben wir den Pribbe mit dem Finale. Der kleine CT macht nämlich jetzt gleich hier nach dem Stint erstmal ordentlich Feierabend. Ja? So, also, Ed Leon, machst einen super Job. Danke dafür, Orga, klasse. Genauso muss es sein. Genauso muss es sein. Also, lass die Lobeshymnen auf jeden Fall raus. Ja, Richtung Leon und dem Rest der Crew. Haut auf jeden Fall raus, was geht. Danke fürs Streamen. Ja, sehr gerne, Leon. Sehr gerne. Nachher super, Streamer Mega. Oh, Streamer Mega, das. Oh, da gehöre ich dazu. Jawohl, Maffa. Dankeschön. Schön, dass es euch natürlich bei uns dreien gefällt. Ja, das gehört natürlich mit dazu. Wir tragen es quasi raus in die große, weite Welt, wir drei. Und wenn es euch dann noch gefällt, dann haben wir alles richtig gemacht. Liebe geht raus, natürlich auch an euch. Ne? Maffa, also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So, die letzten 2 Runden. Wir gucken jetzt gleich natürlich, wer jetzt gleich abgewunken wird. Der nächste Stint geht direkt los, sobald die Zeit hier abgelaufen ist. Maffa, danke schön für 10 Bits. Macht sehr viel Spaß. Moni, das ist sehr schön. Das freut mich. Trevor, starkes Rennen. Genau, so ist es. Also, wir machen den Schnelldurchlauf hier in den letzten Minuten. Macho an 14. Dann haben wir dann natürlich den Terrorzwerg. Drei Position Nummer 13. Dann haben wir den Mickey Finn an Position Nummer 12. Der Slotter ist an Position Nummer 11 hier unterwegs. Dann haben wir den Weintiger an Position Nummer 10. Dann haben wir den Trevor an Position Nummer 9. Und der macht jetzt hier mächtig Druck Richtung Magnum. Und geht an Magnum dran vorbei. Also Trebor an Position Nummer 8, Magnum an Position Nummer 9. Dann haben wir den Ralf an Position Nummer 7.
Dann haben wir den Mojo an Position Nummer 6, Quarz an 5. Dann darf natürlich Inspec Fighter an 4 nichts fehlen. Racing Gamer an Position Nummer 3, Eiffel Blitz an 2 und der Neue an Position Nummer 1 unterwegs. Also da werden wir auf jeden Fall noch eine Runde sehen. Gucken wir uns natürlich auf jeden Fall gleich an. Was, du machst Feierabend? Schade. Ja, Benny, das ist gar kein Problem. Wir haben einen Rob und wir werden ihn einsetzen für die nächsten 2 Stunden. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Pribbe und den werden wir auch noch einsetzen für nochmal 2 Stunden. Und ganz am Ende ist einfach um 22 Uhr Ende. Ja, genau so muss das sein. So, wir gucken mal. Quarz und natürlich hier der Kollege. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber ist irgendwie aufgegangen. So, Quarz geht hier nochmal über die Linie. Auch da werden wir natürlich nochmal ein Ründchen sehen. Da werden wir nochmal ein Ründchen sehen gegen den Kollegen Mojo. Also, Mojo und Quarz im Formationsflug. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie sieht's aus mit dem Abwinken. Das hier dürfte der erste sein. Also, der Ralf kann tatsächlich hier als erstes über die Linie mit einer schwarz-weiß karierten Flagge genau in dem Moment. Also, nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Hier ist es, der RCK 1961. Also, der Ralf geht hier über die Linie für die Kollegen von DSK, also Deutscher Sportfahrerkreis. Herzlichen Glückwunsch zu Position Nummer 7. So, jetzt kommt natürlich der Rest hier noch über die Linie. Wie sieht's aus beim 9? Der, okay. Also, ein paar Überrundungen haben wir natürlich. Position Nummer 12. Da haben wir den Mickey Finn. Dann haben wir den Racing Gamer an Position Nummer 3. Der geht gerade über die Linie, genauso wie der Hinspec Fighter. Und der Neue ist im Landeanflug. Also, der Neue ist im Landeanflug. Herzlichen Glückwunsch zu 92 absolvierten Runden. Der Neue gewinnt das Ding hier vor Eiffel Blitz und vor Racing Gamer. Also, holla die Waldfee. Das war wirklich ein extrem geiles Rennen. Eifelblitz an Position Nummer 2 hier auch in der letzten Runde unterwegs. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's aus beim Mojo. Der geht jetzt über die Linie. Dann haben wir den Quarz an Position Nummer 6. Also sehr geil. Also Quarz von CFX an 6. Dann haben wir natürlich Eifelblitz an Position Nummer 2. Hier auch abgewunken. Also herzlichen Glückwunsch ans Podium. Hier nochmal das Endergebnis. Nacho Terrorzwerg, Mickey Finn, Slotter von Position Nummer 11 bis Position Nummer 14. Also sehr, sehr geiles Rennen. Und ich würde sagen, wir machen natürlich direkt den Raid fertig Richtung Rob. Und ihr braucht gar nichts machen. Einfach ganz entspannt sitzen bleiben. Getränkchen ist auf jeden Fall noch drin, dass ihr euch das holen könnt. Wir gehen natürlich jetzt hier Richtung Rob. Der wartet natürlich schon mit den Kollegen. So, also, wir gehen Richtung Rob. Da springen wir natürlich rüber. Viel Spaß bei Stint Nummer 5. Und gleich komme ich mit dem Nudelholz. Was denn, alte Frau? So, also, wir raiden Richtung Rob. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein Fest. Dankeschön, dass ich da mitstreamen konnte. Viel Spaß natürlich bei Stint Nummer 5. Also, auf geht's, feuerfrei, bis dann.